Wetten, dass au Tour de France en direct. Voilà notre invité célèbre, le charmeur extraordinaire Alain Delon, de Floride, Madame Barbara Becker, la vedette rock'n'roll Bryan Adams, la Marianne française Laetitia Casta, deux champions du monde Vladimir et Vitali Klitschko, la Lolita de la France Alizé, le grand seigneur du cinéma Mario Adolf et le Mickey Mouse de la télévision allemande, messieurs Thomas Gottschalk. Guten Abend. Bonsoir. Bienvenue en France. Herzlich willkommen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Zu einer französischen Party. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Ja, ich hoffe, die Stimmung zu Hause ist so gut wie hier. Servus. Ja, wunderbarer Hintergrund. Sie sehen es. Vom Vordergrund gar nicht zu reden. Wahrscheinlich, wenn Sie zu Hause sagen, ah, da hat er sich an die Côte d'Azur zurückgezogen. Nein, Sie liegen falsch. Da wären auch schon zwei Russen durchs Bild gelaufen. Wir sind auch nicht in Nordfrankreich, obwohl es hier einen wunderschönen Markt gibt. Sie sehen ganz deutlich, der Franzose ist alles, was nicht so schnell genug flüchtet. Aber wir sind nicht in irgendeiner malerischen kleinen Ortschaft in Frankreich, weil wir wissen, dass junge Zuschauer, wenn sie etwas von malerischen Ortschaften hören, sofort umschalten. Wir haben gesagt, am Anfang hauen wir erstmal richtig drauf. Junge Leute lieben Verfolgung, junge Leute lieben Krach. Deswegen fahren wir erstmal, bevor es richtig losgeht mit Wetten, dass ein paar Autos zu Schrott. Los geht's! Das war die große Stuntshow und das ist Thierry Mathieu, der Stuntfahrer, früher weltbekannt als Mireille Mathieu. Wir haben noch eine Zeitlupe von der ganzen Geschichte. So fliegt er durch die Luft hier und das war die ganze Spannung für ein paar Minuten. Das Ganze dauert in Wirklichkeit noch sehr viel länger. Es ist die Stuntshow hier in Disneyland in Paris. Da sind wir heute Abend zu Gast. Darüber freuen wir uns. Einen großen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, haben wir im Opening gar nicht drin gehabt. Es wird eine große Frau des französischen Kinos heute auch noch bei uns sein. Wir freuen uns. Sie wird am Ende der Sendung kommen. Wir machen es spannend. Ich sage gleich, wer es ist, aber sie ist die Nummer eins. Und du bist glücklich, dass du hier bist, hoffentlich.
Vielleicht kannst du mal aufstehen. Es hat vielleicht vielen Zuschauern zu Hause bei diesem Krach das Testbild etwas verrissen hier. Wir haben Gott sei Dank ein kleines Karo. Wenn Sie keine Streifen auf Ihrem Bildschirm sehen, dann sind Sie noch in Ordnung. Wie heißt du? Emil. Emil, schön, dass du da bist. Guten Abend. Servus. Herzlich willkommen. Guten Abend, guten Abend. So, und jetzt geht's los mit unseren Stars. Hast du eine Ahnung? Es gibt hier Gerüchte, Nana Mouskouri kommt, die große französische Schauspielerin. Wer ist für dich die Größte? Nana Mouskouri, das ist die Zwillingsschwester. Richtig. Nein, Catherine Deneuve. Ja. Catherine Deneuve wird heute Abend hier sein, freue ich mich ganz besonders. Aber die Kids sagen, wer ist Catherine Deneuve? Ich will Bulli sehen. Schön, dass du da bist. Bulli, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe ein eigenes Mikrofon. Da bin ich beruhigt. Ja. Aha, so. Der Ranger. Es gibt ihn wirklich. Beim letzten Mal war ja Bulli alleine. Grüß dich. Und Rick Havanian, eure Fans sagen, was machen die hier? Ich weiß es. Es geht nämlich darum, dass ihr mir heute ein bisschen helft. Es kann ja keine Stadtwette geben, weil ich es nicht wagen wollte, Paris herauszufordern. Ich bin da relativ unbekannt. Du bist da schon ein bisschen bekannter. Nichtsdestotrotz, du musst mir helfen. Es geht heute darum, dass ihr in den Disney-Park marschiert und für mich etwas abliefern sollt. Werden wir gleich sehen, was es ist. Erst erzähl mal, was es bei dir Neues gibt. Du warst ja wieder fleißig. Ja, wir haben ja gezwungenermaßen, bringen wir jetzt den Schuh des Manitou noch mal in die Kinos. Der Schrei war so laut. Ja, der war so laut. Ich dachte eigentlich, es haben ihn alle gesehen. Ja, also mein Sohn hat ihn viermal gesehen. Ja. Ihr habt also so eine Extended Version noch mal draus gemacht. Ja. Und zwar ist der Film jetzt erst komplett. Wir haben noch mal 8 Minuten gedreht. Das konnten wir letztes Jahr nicht drehen, da war die Technik noch nicht so weit. Und ihr habt den Verdienst gleich wieder reingesteckt sozusagen. Ja, und jetzt kommt der Film kommenden Donnerstag wieder in die Kinos. Ja. Ja. Wir werden, also, die glauben, sie haben alles gesehen, dürfen jetzt in einem kurzen Ausschnitt sehen, was sie verpasst haben. Wir haben also einen kurzen Ausschnitt aus Grauer Star. Ja. Ladies and gentlemen in the hood, please welcome live to Showtime, a Grauer Star. Clear up on the stereo, don't hide away. Better get down to the nitty gritty, don't hide away. Let's all work. With the tomahawk talk, with me, for satisfaction. The tomahawk lula, come on, the tomahawk lula, rock me, oh, rock me. Ich habe erst, das ist der Großvater. Als ich Blond gesehen habe, habe ich gedacht, eine große Parodie auf mich, dann wurde es doch Elvis. Ja, nein, es ist, Grauer Star war der Vorreiter von allem. Also vor Grauer Star war gar nichts. Alle haben sich von Grauer Star inspirieren lassen. Elvis Presley, Tom Jones, Norbert Schramm, alle. Und wer es genau wissen will, erfährt es im Kino. Schuh des Manitous wieder da. Aber jetzt würdet ihr wahrscheinlich gerne entspannt hier zugucken. Es darf nicht sein, ihr habt folgende Aufgabe. Ich wette, dass es euch dreien nicht gelingt, 50 Disneyland-Park-Besucher, das ist nicht weit, also 5 Minuten Fußweg, aus mindestens 10 verschiedenen Ländern dazu zu bringen, hier am Ende der Sendung im Kostüm ein Cancan zu tanzen. Das ist alles? Das ist alles. 50 Besucher. Hat er überhaupt noch geöffnet, der Park? Ja, natürlich hat er noch geöffnet. Ihr marschiert gleich los. Wie viele Länder? 10 Länder. 10 verschiedene Länder. Also Österreich gilt als Extraland, Schweiz auch. Da okay, sind wir großzügig. Da bin ich dabei. Bist dabei. Okay, was machst du, wenn wir es schaffen? Da habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht, weil ich glaube, also aus 10 verschiedenen Ländern, bevor ihr einem Japaner oder Chinesen oder Koreaner erzählt, Moment, was los ist, ich glaube, ich habe eine Idee. Und ich glaube auch schon, ich weiß, welche Idee du hast. Bitte, Rick. Thomas, wenn du verlierst, musst du dieses Jahr auf dem Münchner Oktoberfest dirigieren. Ach, Moment. Verschärfung. Verschärfung.
Und zwar in sämtlichen Bierzelten, sämtliche Kapellen an einem Abend. Yes! Ach, oh Gott. Ich räume das Oktoberfest leer. Okay. Wenn wir es nicht schaffen. Wenn ihr es nicht schafft, ja. Aber ihr versucht es trotzdem. Wir schaffen es ja gleich. Eben. Wir probieren es. Bevor ihr dem Oktoberfest schadet, schadet lieber mir. Ja. Okay. Also ihr geht los, 50 Besucher aus mindestens 10 verschiedenen Ländern. So, das ist der Einstieg und jetzt freuen Sie sich auf eine bunte Wetten-Das-Sendung mit tollen Wetten, mit super Gästen. Und damit wir jetzt die Standshow raus und unsere ganzen Requisiten reinbringen können, marschiert für Sie der Zirkus Wetten-Das ein. Auf geht's, 2 Stunden Unterhaltung, Jubel, Trubel, Spaß, Artisten aus aller Welt. Im großen Wetten-Das-Zirkus in Paris. Gäste stilgerecht bewirten. Der Franzose trinkt ja zwischendurch gerne ein. Ich kann mir das heute dienstlich auch leisten. Natürlich haben wir hier Vin Blanche, Vin Rouge. Wir wollen natürlich zwischendurch ein bisschen Französisch lernen, also écoutez et répétez. Das ist zum Beispiel ein eau de vie. Der Franzose nennt den Kirsch zum Beispiel auch Kirsch, aber bei Kirsche, dann sagt er schon Notre Dame. Es ist nicht einfach. Hier haben wir unseren Eau Cognac. Dann haben wir auch ein Whisky, interessanterweise. Wir haben nachher auch Gäste, die zwischendurch gerne mal einen Wodka trinken. Wodka ist auch ein französisches Getränk, habe ich gehört. Smirnoff ist eine französische Marke. Das ist dieser eigenartige Picard. Der wird dann mit Wasser relativ weiß. Haben wir ein bisschen Wasser da oder ist es nur Schnaps da? Gestern hat es noch reingeregnet hier, also man sagt ihm alle möglichen Wirkungen nach. Wo ist das Wasser? Oh, s'il vous plaît, was ist los hier? Naja, gut. Dann muss es ohne Wasser gehen. Ich warte jetzt auf meine ersten Gäste. Sind wir soweit? Zügig, wunderbar. Also, Sie können einmarschieren. Als allererstes sage ich mal Chapeau vor Frankreich. Natürlich freue ich mich, diese Show in Paris mit 2 französischen Superstars aus 2 verschiedenen Generationen zu beginnen. Er ist einer der größten Darsteller des französischen Films und sie ist, wie das heute üblich ist, ein weltberühmtes Model auf dem Weg zur großen Schauspielkarriere. Er drehte mit den schönsten Frauen der Welt, zum Beispiel mit Romy Schneider. Ihr liegen die französischen Männer zu Füßen, zum Beispiel Gérard Depardieu als Obelix. Hier ist eine Liaison de Rêve. Hier sind Alain Delon und Laetitia Casta. Gut geht's. Guten Abend. Herzlich willkommen. Laetitia. Bonsoir. Ja. Bitte schön. Oh. Ist okay? Ist kalt, oder? Ist fein. Ist fein. Französisches Wetter ist etwas unberechenbar, aber jetzt haben wir blauen Himmel und du siehst ohnehin in jedem Licht gut aus. Alain, herzlich willkommen. Laetitia, jetzt hast du 2 Kerle neben dir. Vielen Dank. Beide über 30. Haben Männer jenseits der 30 eine Chance bei dir? Was ist für dich das Kriterium von Männern, die dich interessieren? Dürfen sie auch ein bisschen schon angegraut sein oder... Also ich glaube, dass die Jugend etwas ist, was man sein ganzes Leben im Grunde behält, oder? Da sind wir sehr beruhigt. Das hat sie richtig und philosophisch gesagt. Trotzdem. Vielen Dank, Laetitia. Laetitia.
Du hast hier die Auswahl, einen klassischen Franzosen, dunkle Haut, elegant, einen blonden Deutschen, nicht ganz erwachsen geworden. Was würdest du für Vokabeln benutzen, um einen deutschen Mann zu definieren? Hast du das schon mal getan? Wir sind in Frankreich als Gäste und werden in Deutschland gesehen. Was bedeutet für dich ein deutscher Mann? Ein paar Worte dazu. Also so richtig weiß ich nicht. Natürlich ist die Herkunft wichtig, aber wichtiger noch ist doch die Persönlichkeit, oder? Also das ist okay. Also gut, egal ob Frankreich oder Deutschland. Ich habe gedacht, du sagst jetzt vielleicht Bier oder du sagst Gemütlichkeit, aber Personalität. Ah, d'accord. Oui. Du hast eine deutsche Frau, Matthew. Die gleiche Frage werde ich dir nicht stellen. Deutsche Frauen lassen wir heute mal raus. Aber du hast gerade einen Dreiteiler gemacht und das Interessante daran war, dass dein zweiter Hauptdarsteller dein eigener Sohn war. 7 Jahre ist er alt, Alain Fabien. War das ein besonderes Gefühl für dich, mit deinem Sohn zu drehen? Nein, das war keine besondere Erfahrung. Ich wollte ja diese Erfahrung. Ich wünschte das, damit er vielleicht in 20, 30 Jahren mein Sohn eine wunderbare Erinnerung daran hat, dass er einmal mit seinem Vater arbeiten konnte, zu einer Zeit, wo ich dann vielleicht längst nicht mehr da sein werde. Es ist eine wirklich große Erinnerung, für ihn bestimmt. Und Sie haben kein Problem damit, dass Ihr Sohn eventuell dann Gefallen an dieser Karriere findet, er ist ja erst 7 Jahre alt, aber die Schauspielerkarriere ist ja nicht einfach. Das ist viel Stress, das ist ein Beruf, der auch natürlich für viele nicht ins Glück führt. Trotzdem glauben Sie, dass der Beruf so schön ist, dass auch Ihre Kinder ihn ergreifen sollten? Zunächst kann man von diesem Beruf nicht so sprechen, denn es ist der schönste Beruf der Welt. Also man kann seinem Sohn nicht verbieten, den schönsten Beruf der Welt zu ergreifen. So einfach ist das. Und mein Sohn sagte mir ja schon, ich will Schauspieler werden, so wie Papa. Gut, dann sollte man nicht widersprechen. Alain, ich habe mal von dir den Satz gelesen, ich habe über 70 Filme gedreht, habe alles gemacht, ich bin jetzt ein ganz normaler Bürger und gehöre meiner Familie. Hast du das so gesagt? Nein, es gibt jetzt Prioritäten in meinem Leben. Das ist meine Familie, das sind meine Kinder. Das geht vor dem Beruf. Der Beruf, so wie du auch, den habe ich lange genug ausgeübt. Ich kenne ihn perfekt. Wir sind echte Profis, wir beide. Aber jetzt ist die absolute Priorität vor dem Beruf meine Familie. Letizia, du bist Mutti geworden. Du hast dich relativ früh dafür entschieden, auch den Beruf des Models und der Schauspielerin zumindest damit zu belasten, dass du dich um ein Kind kümmern musst. Und das tust du auch gerne, wie man hört. Du bist sehr jung. Glaubst du, dass du beides, Beruf und Familie, parallel machen kannst? Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich vielleicht gar nicht so auf Karriere aus bin. Ich wollte eigentlich auch gar nicht Model werden. Das ist mir im Grunde einfach so passiert. Aber ein Kind, das war beabsichtigt. Und ich glaube, wie jede Frau, werde auch ich es schaffen, das miteinander zu vereinbaren. Und ich denke, dass es für das Kind auch sehr wichtig ist, zu sehen, dass seine Mutter in Form ist und sich... Und natürlich muss ich sagen, dass ich jetzt auch sehr viel bewusster meine Entscheidungen treffe. Wir werden jetzt, ja, noch viel Zeit, um mit Familie zu reden, aber jetzt eine rasante Wette vorführen, die für den Alain vielleicht besonders interessant ist, weil er auch mal Fallschirm gesprungen ist in Indochina, warst du mit dabei und weißt, was es bedeutet, aus einem Flugzeug rauszuschauen und eigentlich gar nicht nach unten zu wollen. Ich muss sagen, bei einer Wette, die Open Air stattfindet, habe ich mir gesagt, es muss doch mal irgendwas mit Fallschirmen passieren. Jetzt sind wir soweit. Wir haben eine Fallschirmwette. Ich darf sie präsentieren. Lars Bochmann aus Berlin wettet, dass er seinem Freund Sven Wawlo im freien Fall den Bart abrasieren kann, bevor sich der Fallschirm öffnet. Das muss man sich vorstellen. Zwei Menschen springen aus einem Flugzeug. Der eine rasiert den anderen und dann vergessen sie hoffentlich nicht am Schnürchen zu ziehen, denn sonst hat es auch keinen Wert mehr, dass er rasiert ist. Also, ich schalte jetzt nach Gera und dort sitzt unsere Anastasia. Das heißt, sie steht wahrscheinlich. Anastasia, grüß dich!
Grüß dich, Thomas. Salut, bienvenue nach Paris aus Gera. Und im Hintergrund hört ihr ein paar Gera-Einwohner, die extra hergekommen sind. Und du hast es ganz richtig gesagt, es ist eine wahnsinns spektakuläre Wette. Und ich habe auch bei euch in Paris ein Raunen durchs Publikum gehört. Es ist einfach nur cool. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Lars wird springen und wird dabei seinem Kollegen Sascha Wabro eine Nasrasur verpassen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum bin ich eigentlich hier unten und nicht da oben? Ihr seht die Jungs jetzt in einer Höhe von 4500 Meter im Flugzeug und sie haben Sauerstoffmasken über der Nase. Und das ist der Grund, warum ich hier unten bin. In der Höhe ist die Luft so dünn, dass man sich kaum mehr unterhalten kann. Der Puls rast und sie lümmeln auch nicht rum und haben keine Manieren, sondern sie versuchen sich zu beruhigen, denn der Puls rast. Und dazu braucht man sowohl mentale als auch fast meditative Übungen, um runterzukommen, Atemübungen. Ja, mitfliegen auch noch zwei Kumpels von den Jungs. Die werden mitspringen, kopfüber, haben Kameras am Kopf. Und das heißt, wir werden spektakuläre Bilder haben. Da sind die Kameramänner, natürlich gibt es auch noch einen Piloten und einen ZDF-Kameramann. Die beiden bleiben aber oben. Geht's euch eigentlich gut? Winkt mal. Hallo Jungs, geht's euch gut? Darf ich mal den Bart vorher sehen? Ja, den Bart, bitteschön. Da, der wird gerade eingeweicht. Ah ja. Ja, da ist er. Das ist also eher ein Drei-Tage-Bart. Ich dachte, dass der vielleicht so einen 2-Meter-Bart hat. Also das geht ja doch relativ nah an die Haut. Ja, das ist sehr gefährlich. Und gefährlich ist es vor allem auch, Thomas, weil es ja, wie du schon gesagt hast, im Freifall passieren wird, bei einer Geschwindigkeit von 260 bis 300 km/h und kopfüber. Das muss man sich mal vorstellen. Gefährlich ist auch nicht nur die Verletzungsgefahr, sondern dass sie sich vielleicht verlieren. Weil Lars muss den Sascha festhalten, damit sie auf der gleichen Höhe die gleiche Geschwindigkeit haben. Da sehen wir gerade die Höhe. Es sind ungefähr 4500 Meter gerade. Ja, das alles ist sehr schwierig. Wir sind gespannt. Ein Stellungswechsel wird beim Sprung und beim Fall auch noch stattfinden. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich tierisch gespannt, ob das klappt. Cool ist es allemal. Wir werden jetzt noch, beziehungsweise die Jungs, auf 5000 Meter hoch noch anfliegen und dann schalten wir gleich zurück. Jetzt erstmal zurück nach Paris. Wir sehen uns gleich wieder, Dankeschön. Thomas. Dankeschön. Ich brauche natürlich jetzt meinen Tipp. Anna, wie viele Sprünge hast du so ungefähr gemacht? Erinnerst du dich? Etwa 40. Nun, ich möchte noch eine Frage stellen. Ich möchte zunächst mal wissen, ob das ein Elektrorasierer ist oder ob das eine Nassrasur ist mit Schaum und Messer. Ein Messerrasierer? Also im Grunde muss der eine nur den Rasierer halten und der andere fliegt immer dran vorbei. Wie Sie das hinkriegen wollen, weiß ich nicht. Es ist eine Nassrasur. Glaubt ihr, dass es möglich ist? Aus welcher Höhe springen Sie ab? 5000 Meter. 5000 Meter? Und Sie können die Fallschirme natürlich erst aufmachen, wenn er rasiert ist, weil sonst ist die Entfernung relativ groß. Die dürfen sich ja nicht verhaken, die beiden. Letizia. Oui. Möglich? Was glaubst du? Was glaubst du? Ich will es faire. Sie werden es schaffen, meine ich. Ja, ich glaube auch. Gut. Ich glaub auch. Also ihr vertraut den Jungs in Gera? 4000 Meter hat er zur Verfügung, um die Rasur zu schaffen. Ich hoffe. Naja, also dann wird's knapp, ja. 1000 Meter braucht man, sagt der erfahrene Fallschirmspringer, bis das ganze Ding dann unten, so viel Zeit braucht man, um sanft zu landen. Aber er ist auf 5000, er hat also 4000 zur Verfügung, um das zu schaffen. Um zu rasieren. Und ich war auch überrascht, ich dachte also wirklich, dass der so einen richtigen Vollbart hat, damit man also wenigstens dann irgendwelche Rasierspuren sieht. Aber es ist nichts anderes als ein Drei-Tage-Bart und er geht wohl davon aus, dass er relativ glatt rasiert unten ankommt. Nicht so glatt wie du, aber ich meine, das ist natürlich eine Haut. Machst du besondere Hautpflege, frage ich jetzt einfach mal so, oder ist das einfach nur Wasser und Seife? Das ist natürlich bei ihr. Ja. Der antwortet schon an meiner Stelle. Ich sage, es ist bei ihr reine Natur. Ja, er hat doch auch eine schöne Haut, oder? Also auch eine schöne Haut. Aber du hast ja sogar, glaube ich, eine Kosmetiklinie, ist das nicht richtig? Nein, ich habe keine Kosmetik hier, auch bei mir ist das Natur. Hat man mir erzählt. Gut, eben. Also jetzt würden wir auf jeden Fall Zeit haben, noch ein bisschen, um über ein Thema zu reden, das mir natürlich am Herzen liegt. Ihr beide, hat es euch interessiert, wer Fußballweltmeister wird? Die Franzosen waren ja alle furchtbar geschockt. Das ist ja unglaublich, da fahren die Weltmeister zur Fußballweltmeisterschaft und schießen kein einziges Tor. Das ist genauso, wenn ich auf eine Party gehe und kein einziges Wort sage. Das ist ja furchtbar. Wie habt ihr... Hast du Fußball-WM geguckt?
Also ganz ehrlich gesagt, da ist so ein wahnsinniger Werberummel vorher drum gemacht worden, das hat mich schon ein bisschen abgekühlt. Also viel gesehen habe ich nicht. Ich hoffe, dass sie für Deutschland geklatscht haben und nicht für Frankreich. Aber natürlich, also wir können es, glaube ich, alle nicht beklagen. Jawohl, da sind wir schon stolz jetzt. Das haben wir gut gemacht. Sie können wirklich stolz sein, denn wir schämen uns ein bisschen. Ja, müsst ihr aber nicht. Das ging uns auch schon so und die Engländer waren auch schon mal in der gleichen Lage. Also jetzt geht es auch ums Fallschirmspringen und ich höre, meine Kandidaten sind auf 5000 Meter. Und ich schalte jetzt direkt ins Flugzeug. Hallo? Ja, der Sauerstoff muss jetzt reichen. Lars und Sven, ich brauche von euch eigentlich nur einen erhobenen Finger, damit ich weiß, ihr seid soweit. Das Wetter ist hoffentlich gut, aber über 5000 Meter sollte es ja keine Wolken geben. Das Rasieren werden wir auf jeden Fall gut sehen können. Okay, jetzt legen Sie den Sauerstoff ab, wie ich sehe. Jetzt wird geseift. So, jawohl, also, wir haben nicht zu viel versprochen. Es ist in der Tat eine Nassrasur. Da oben ist auch wahnsinnig kalt natürlich. Man muss aufpassen, dass er nie anfriert. So, ohne Spiegel. Mal vorsichtig, die Koteletten dürfen dranbleiben. Wir haben nur gesagt, der Bart muss ab. Und der Job ist natürlich für den, der sich rasieren lässt, wesentlich gefährlicher als für den, der rasiert. Die Mienen sind entsprechend ernst. Man ist sich der Schwierigkeit des Unternehmens bewusst, aber Handtuch wird zusammengelegt. Das ist schön, das sehen die Eltern zu Hause gerne. So, jetzt die Sprungbrille. Okay, das sind also die Kollegen, die mit der Kamera springen werden, denn sonst sehen wir nichts. Oh ja, da ist er, da sehen wir den Rasierer. Nochmal einmal in die Kamera. Ja, es ist also, und ich sage, top, die Wette gilt. Jetzt ist die Kamera draußen. So, und jetzt sind die beiden draußen. So, das ist das Paar also. Und er fängt bereits an. Konzentriert an die Oberlippe, die schwierigen Partien mit den Lachgrübchen. Und er hat, wie Alain richtig gerechnet hat, genau 4000 Meter. Jetzt hat er ihn verloren. Nein, jetzt ist Seitenwechsel. Er muss natürlich die andere Seite rasieren. Das geht im Badezimmer nicht so gut. Ja, mit einer gewissen Zartheit macht er das. Vorsicht. Sorgfältig. Auch die schwierigen Partien im Kinnbereich. So, jetzt, oh je, oh je, oh je, da kommt Gera schon relativ nahe. Zieht, Freunde, vergesst den Bart und zieht. Oh ja, jetzt. Sie sind auf, sind alle Schirme auf. Barthaare rieseln auf Gera und vier Fallschirme. Da segeln sie. So. Die schwierige Phase der Wetter haben wir hinter uns, aber jetzt wollen wir es natürlich dann auch genau wissen. Ist der Bart ab? Anastasia hat uns versprochen, sie wird das im direkten Hautkontakt dann sehr sorgfältig testen. Die Landung ist, glaube ich, nicht das Schwierigste. Jetzt segeln sie auf Gera zu. Da sieht man bereits die Landebahn. Vier Fallschirme. Was schätzt du, Alain, so die letzten 300 Meter? Das dauert eine halbe Minute. Geht es dann ruckzuck? Welche Phase ist beim Fallschirmspringen? Alain, welche Phase ist die schönere beim Fallschirmspringen? Welche Phase ist schöner, wo der Fallschirm noch zu ist und wo man sehr schnell fliegt? Oder ist es das Segeln, das dann besonders schön ist? Wahnsinn! Der Zeitpunkt der Öffnung, das hängt davon ab, wie man das empfindet. Ja. Aber wenn sich der Fallschirm öffnet, das ist eigentlich der faszinierendste Augenblick. Jetzt ist einer der Kollegen gelandet, vier waren in der Luft.
Ich habe es jetzt ein bisschen aus dem Auge verloren. Wer hat rasiert, wer hat gefilmt, wer wurde rasiert? Und das ist Anastasia. Schau, wie sie hüpft. Jawohl! Jawohl, es ist der absolute Wahnsinn. So. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Gewonnen. So. Aber herzlichen Glückwunsch. Klasse. Ja, hier kommen alle zu uns. Komm zu mir, Lars. Du bist der Wettkandidat. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob der Bart wirklich ab ist. Ich bin gespannt und ich werde meine zarte Wange opfern. Komm her, Junge. Komm her, Baby. Oh, Moment. Es ist Baby glatt, Thomas. Siehst du? Aber es wirklich. Total weich und glatt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe extra ein Pflaster mitgebracht, weil er blutet. Oh, ein bisschen. Ach, guck mal, für uns aber nichts Gefährliches, oder? Da sieht man. Nein, tut nicht weh, oder? Überhaupt nicht. So, jetzt die Frage an Lars. Warst du heute aufgeregter als sonst? Hat die Hand vielleicht doch ein wenig gezittert? Also ich war sehr vorsichtig, aber es war die größte Aufregung meines Lebens, denke ich. Also so viel Aufregung hatte ich noch nie gehabt. Also wir waren unheimlich nervös gewesen. Der Steigflug hat recht lange gedauert und dadurch ist der Puls immer mehr angestiegen. Aber wir haben uns versucht, locker zu halten. Und erstmal vielen Dank an die Fans hier, die alle zu uns gekommen sind. Es ist eine super Stimmung und viele Grüße nach Paris. Und viele Grüße nach Gransee vor allem, unser Heimatrotzone. Wow, großes Publikum. Hattest du Angst? Ein wenig, ja, aber ich kenne Lars schon eine Weile und ich weiß, dass er sich Mühe geben will bei mir. Ja. Ja, toll. Wette gewonnen, sensationell, total cool und abgefahren. Tausend Dank und wir gehen zurück nach Paris. Liebe Grüße. Dankeschön. So, und wir sind im Disneyland Park und bedanken uns nach Gera. Jetzt haben wir Musik. Spirit. Der wilde Mustang ist ein Film, der gerade bei uns läuft und der neben Pferdeliebhabern auch den Musikfreunden eine Menge Freude macht. Denn der Soundtrack, der kommt aus dem Erfolgsstall von Hans Zimmer. 7-mal war unser Mann für den Oscar nominiert. Einmal hat er ihn gewonnen. Und auch der Interpret ist es gewohnt, in den Charts ganz vorne zu galoppieren. Es ist Bryan Adams. Hier ist er mit Here I Am. Here I am.
Here I am. Yep. Here I am. Hier ist er. Bryan Adams. So good to see you again. How are Bryan? Welcome in Paris. Und das ist er. Unser Hans Zimmer. Heute ein bisschen so als Angestellter, kommt mit rüber, sag mal guten Tag. Und das ist erstmal Letizia. So, komm hier auf die Musikerbühne. Ja, freilich, ja. Große Musik. Gladiator. Da fühlt man sich gleich ganz anders. Der Gladiator ist deiner Feder entsprungen. Ja. Guckt die Mutti zu Hause? Natürlich guckt die zu. Dass ich habe mich auch extra rasiert heute. Eben. Dass der Sohn einmal den Alain Delon kennenlernt, das wird sie freuen, gell? Genau, das ist eben das Besondere bei dir. Danke. Hast extra ein Rock'n'Roll-Hemd angezogen? Ja, genau, das ist übrigens das kommunistische Manifesto hier drauf. Aber das kannst du so nicht ganz sehen. Aber nicht das Ärger gibt zu Hause. Ja, genau. Hans, ja. Du musst dich doch wirklich fühlen wie Hans im Glück. Natürlich, da kommt einer aus Frankfurt und räumt in Hollywood den Oscar ab. Ich meine, 7-mal nominiert, das ist ja schon ein Märchen, ihn dann auch noch zu kriegen. Ja, klar. Du, also ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so als, du weißt ja, als, wenn man als Deutscher da nach Amerika geht, da denkt man so und so, man wird Nutella-Wäscher oder sowas. Aber ich habe halt furchtbar viel Glück gehabt. Er hat Glück, Bryan, mach das. Das glaubt uns keiner. Bryan hat doch eine Karriere, der hat doch gerade das Bild von der Königin aufgenommen, das offizielle Bild. In England. Also der kann auch das machen. So Sachen macht der Bryan. Ich habe gehört. I'm not trying to speak in German. Don't even ask. Nein. Okay. So English question. I heard when you worked on that music, you kind of communicated by telephone. Exactly. How can that work? We because I live in Europe and Hans lives in Los Angeles. Das verkehrte Welt. Lebt so in Europa. We had to communicate via telephone and actually answering machines. Die haben sich, und wie ist das gelaufen? How did that work? Sie haben mit Telefonanrufbeantwortern gearbeitet. Well, because I was touring and so I would call Hans and leave messages and say, you know, here's an idea, and Hans would call me back and say, well, here's another idea. do you have a better idea? Sie haben sich ihre musikalischen Ideen per Anrufbeantworter zugeschickt. Hans, wenn man auch gerade so an so ein Riesenwerk wie Gladiator geht, hört man da schon mal bei Verdi rein oder bei Bruckner oder fängt man mit 5 leeren Notenzeiten an? Man fängt eigentlich mit einfach 5 leeren Notenzeiten an, aber trotzdem eine Idee kriegt man schon. Und zwar die Idee ist natürlich, dass man nicht das macht, was die anderen schon gemacht haben, was der Herr Verdi schon mal so viel besser gemacht hat. Jetzt fängt der Bryan wieder. Ja, mach ruhig. Vor allem, das ist doch auch ein großes Erlebnis für ihn, klar, mal hier zu sein. Hier, guck mal, Frankreich, genau, Hans Zimmer. Frankreich. Ja, ganz begeistertes Publikum. Ja, eben. Bist gerade angekommen, gell? Du, ja, ich war dem Flug, weißt du, nach diesem kleinen Unfall da am Flughafen. Ja, natürlich. Das ist da dauernd. Heute ist Reisen ja wirklich nur ein Risiko geworden. Ja. Man weiß gar nicht mehr. Aber Mutti ist beruhigt. Hans ist da. Ja, du, ich bin da, Mami. Ich bin. Geht ihm gut. Ja, macht schöne Musik. Ja. Und wir können auch heute unsere Zuschauer beruhigen, die nicht mit Hans verwandt sind, dass sie noch ein bisschen zu Geld kommen. Denn wir machen auch wieder unser Zuschauerspiel. 50.000 Euro. Can I just say, this is very interesting that Hans and I wrote that song together on the telephone. Right. Gerade haben wir drauf, gerade haben wir es erzählt. So, unser Koffer, ist er schon da? Geldkoffer. Okay, also 50.000 Euro sind wieder zu gewinnen. Da sehen Sie ihn. Sie müssen auf die Wette tippen, die für Sie die Nummer 1 wird. Eine haben wir schon gesehen, heißer Favorit natürlich, unsere Fallschirmwette. Es kommen noch 2 starke, also bitte legen Sie sich nicht vorschnell fest. Und Sie rufen uns bitte an, hier sind die Telefonnummern, tippen Sie auf den Wettkönig. So, ihr bleibt bei uns, die Bar ist eröffnet, gell? Something hier für die Leute ein bisschen, vin blanche, vin rouge, oder? Vin rouge, vin blanche, bitteschön. Und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Große deutsche Fernsehproduktionen sind immer glücklich, einen Mann auf der Darstellerliste zu haben, der nicht nur die Kritiker, sondern auch das Publikum auf seiner Seite hat. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn begrüßen darf. Hier ist Mario Adolf! Guten Abend!
Guten Abend. Herzlich willkommen. Danke. In Paris. Oh. Hallo. Ah. Das sind Bilder. Guck mal. Bitte schön. So. Letizia, die Freude. So. Mario. Habt ihr schon mal miteinander gearbeitet? Es sieht so aus, als hättet ihr euch gefreut, euch wiederzusehen? Ja, das ist wahr, aber gearbeitet haben wir noch nie zusammen. Dann war das große Schauspiel jetzt. Naja, wir kennen uns gut. Seit vielen, vielen Jahren, seit über 40 Jahren, würde ich sagen. Damals mit Romy zusammen in Rom zum Beispiel. Ja? Ja. Von Romy haben wir noch gar nicht erzählt. Wir nehmen sie einmal so ein bisschen für uns in Anspruch, aber sie war Österreicherin, richtig? Das ist wahr. Ja, ja. Und du hast, das ist auch ein wichtiges Thema, das wir nachher besprechen müssen, 30 Jahre und tust das immer noch gerne an der Seite einer Französin gelebt. Das wird heute für Paris ein Thema sein, aber erst natürlich zur Arbeit, denn das ZDF war mir nicht undankbar, dass ich dich heute eingeladen habe. Es gibt eine große Produktion fürs ZDF, aber auch großes Theater, das ist nämlich Open Air, sind bereits alle ausverkauft, das sagen wir immer gerne. Ja, also voraus. Bitte nicht anrufen. Ja. Nicht anrufen. Du wirst die Nibelungensage in moderner Form auf dem Originalschauplatz in Worms aufführen. Regie führt der große Meister Wedel. Und wo ich ein bisschen zucke, ist das Wort in moderner Fassung. Da sieht man natürlich sofort Hagen im Anzug, Siegfried im Porsche. Ist das zu befürchten? Überhaupt nicht. Nein, nein, das modern heißt nicht im klassischen Sinne einer Bearbeitung, wie sie Heppel gemacht hat, sondern von einem modernen Autor, einem jungen Dramatiker, Moritz Rinke. Mhm. Und zwar modern geschrieben, in einem modernen Dialog, der witzig zum Teil auch ist, lustig sein kann, aber auch dann durchaus nicht die Geschichte verrät. Das heißt also, sie ändert oder sie völlig transponiert, sondern es bleibt so eigentlich, wie die ursprüngliche Sage ist. André Eisermann ist dabei, Maria Schrader. Ist das die Kriemhild oder die Brünhild? Kriemhild ist Maria Schrader, ja. Und die Brünhild ist Judith Rosmeier. Ja. Und dann der Siegfried, da wollten wir eigentlich nicht haben. Warum habt ihr mich nicht gefragt? Du warst uns zu alt. Teuer. Ah, komm. Da hätten wir uns einigen können. Also mit dir den Siegfried zu geben, mein Gott. Aber das ist ja, ich beklage es ja immer. Wer weiß denn noch heute, dass die Söhne von Uta Gunther, Gernot und Giesel hier hießen? Richtig. Aber die Besetzung von Brosis kennen sie alle. Es ist ein Ja, jetzt müssen sie wieder ein bisschen lernen. Richtig. Giselher wird André Eisermann sein, Siegfried Götz Schubert, ein wunderbarer Schauspieler. Also Wedel hat wieder eine, glaube ich, eine wunderbare Truppe zusammenbekommen, auf die ich mich freue und ich hoffe, das Publikum auch. Also, die Nibelungen sind wieder in und wie gesagt, gut verkauft. Offensichtlich scheint ja auch klassisches Drama noch so zu präsentieren zu sein, dass auch die Kids kommen. Das ist euch ja auch wichtig, ne? Das hoffe ich und es kommt ja natürlich auch im Fernsehen, im ZDF. Nicht? Ja, in unserem ZDF. In unserem ZDF. Und man muss auch sagen, es wäre nicht möglich, wenn die Stadt Worms nicht eine solche große Anstrengung unternommen hätte, diese Festspiele dort wieder zu veranstalten. Am 29.09. wird es im ZDF zu sehen sein. Sie wäre natürlich auch eine schöne Kriemhild gewesen. Zart. Ja, aber auch eine Brünhild. Nicht? Ja, aber der Akzent wäre natürlich fatal. Na ja, es ist ja kein so deutsches Stück. Der Wedel kriegt das hin, Monsieur Wedel. So. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine Wette für dich vorbereitet. Du bist ein kräftiger Kerl, du hast mal geboxt auch. Ja, mal ganz früher, ja. Eben. Aber ich muss dir leider sagen, gegen unsere nächsten Wettkandidaten bist du ein schmales Hemd. Der war schon ein paar Mal da. Und wir haben ja nachher noch Zeit, über Monique zu reden. Aber ich sehe schon, dass hier ein Teil unseres Publikums stehen muss. Ich möchte die gerne wieder zum Sitzen bekommen. Und das geht erst nach unserer Wette. Ich präsentiere dir jetzt folgende unglaublich klingende Angelegenheit und du musst sagen, ob das möglich ist. Köbi Schwitter aus Neu-Eggeri in der Schweiz wettet, dass er mit einem 100 Meter langen Feuerwehrschlauch, da liegt er, einen Luftballon aufblasen kann. Der bläst bei Meter 1 rein und bei Meter 100 geht der Luftballon auf. Das ist relativ verwegen, aber auf diesem Schlauch werden 100 Menschen stehen, die wir alle bereits hier gesammelt haben. 100 Zuschauer, die sich nicht betrügen lassen, die nicht mogeln. 5 Minuten hat der Mann Zeit. Guck dir erst den Mann an und dann sag mir, ob das geht. Hier ist Köbi Schwitter. Musik.
Hübi. Ja. Eigentlich ist dieser Mann eine Wanderlunge. Er hat nämlich so viel Druck drauf, dass selbst die Ärzte in der Schweiz ratslos sind, und das sind sie selten. Bist du ein medizinisches Phänomen oder hast du dir das antrainiert? Ah, man kann sich viel antrainieren, ja. Man, also nicht nur körperlich, man muss auch mental trainieren. Mhm. Aber der eine ist so geboren, der andere so. Man kann nicht sagen... Du hast eine große Lunge, ich habe eine große Nase. Jeder sein. Ja, genau. Ja. Trainieren kann man das nicht nur. Eben. So, jetzt sind wir bereits am Ende des Schlauches. Und wenn wir diese Strecke hier mal uns betrachten, dann ist das eine Menge Schlauch. 100 Meter nach hinten ausgerollt. Ist das deutsche Wertarbeit oder französischer Schlauch? Die neigen ja immer ein bisschen zur... Deutsche Maßarbeit. Deutsche Maßarbeit. Ich wollte nicht Schweizer? Wäre besser, aber wir nehmen jetzt Deutschen. Gut, dann bin ich beruhigt. Eine internationale Wette. So, also, hier ist das Mundstück. Ganz am Ende, und das ist ein ganz normales Mundstück. Also wir haben da nicht irgendwie so ein Plastikteil dran gebaut, sondern das ist das berühmte Rückschlagventil. Das Rückschlagventil, ja. Du hast inzwischen schon Flansch im Mund vom Üben wahrscheinlich. Du schraubst das so fest. So, und dann darf ich jetzt unsere 100 freundlichen Zuschauer, die sich ein bisschen die Beine vertreten dürfen, bitten einzumarschieren. Sie sind abgezählt. Einmarsch, bitte, unseres Publikums. Köbi, du darfst schon ein bisschen pumpen. Ja. So. So, also, hier steht Köbi, hier stehen 100 Menschen und ganz hinten der Luftballon. So, also, und jetzt erst bitte herzlich willkommen, ausrichten, so, und zu Beginn grüßen, okay, und... Und, wie heißt die französische Nationalhymne? Nie was von Bouillabaisse gehört, okay. Sag mal. Hymne. Marseillaise. Wenn ihr die Beatles kennen würdet, wüsste man wenigstens noch, war der Anfang von All You Need Is Love. Du erinnerst genau. dich ich noch, erinnere mich, so. Ja. Ihr habt festes Schuhwerk. Ihr werdet jetzt alle irgendwann ein Stückchen von Köbi durchkommen spüren, hoffe ich. Ne, Frau, Sie dürfen ein bisschen hüpfen, wenn es soweit ist. Ja, ist ja, machen Sie es dem Köbi. Denn wenn ihr alle hochspringt, platzt der Köbi. Also. So, immer weiter. Schön, hallo. Dass Sie haben die Kinder mitgebracht. Ja, klar, mein Sohn. Verehrung. Bist du das? Bist du? Nee, okay. Dagelassen. Ja, klar. Immer jetzt aufpassen. Und zwar früher hat man immer gesagt, man steht auf dem Seil, heute steht man förmlich auf dem Schlauch. Die Witze mache hier ich, Mensch! Aber völlig, völlig richtig. Dankeschön. Der Mann steht auf dem Schlauch und da stehen sie alle. 100. Verehrung. Hier ist ein Loch. Was ist hier? Was ist hier passiert? Nicht das Köbi? Ja, genau. Schön austarieren, so dass 100 Menschen auf dem Schlauch. Grüß dich, schön, dass du da bist. Wie viel wiegst du? Weißt du das? 30. Köbi, hier haben wir einen leichten. Pass auf, dass sie nicht hochlegt dann. Hier sind ein paar bisschen schweren in die Mitte. So, also. Und bis zum Ende. Oh, hier kommen die schönen Frauen. Na, dich habe ich nie gemeint, aber sie hier. Guten Abend, Verehrung. Servus. Ach, grüß dich, schön. Ja, keine dummen Witze. Steht auch mal auf meinem Schlauch. So, also, bitteschön und bis nach hinten. Nein. Ihr kommt alle ins Fernsehen. So, und da hinten... Einsam und allein der kleine Ballon. Fünf Minuten kann Köbi pumpen. Wir werden, das ist offensichtlich ein physikalisches Gesetz, natürlich die Luft auf dem Wege begleiten können. Ja, ihr könnt stehen, wie ihr wollt. Köbi muss es in jedem Fall schaffen. Hauptsache, ihr steht im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Schlauch. Siehst du, das habe ich deinen Witz nochmal wiederholt. Ja. Gut, so, alles klar. Jetzt frage ich Mario. Hier sind... Die 100 Menschen, hier ist Köbi und hier ist der Ballon. Ist es möglich, in 5 Minuten, 5 Minuten, Ballon, Leute, Köbi. Terrible, hä? Aber er muss ja sagen. Ja. Also ich würde sagen, das ist schwer, aber er hat so ungefähr meinen Brustkasten, also er schafft das. Es ist möglich. Ja. Dann, es ist immer ein gutes Omen, Köbi, wenn unsere Prominenten
an den Kandidaten glauben, abergläubig bist du nicht. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Du hast die Sache angezettelt. Warum hast du die schönsten Frauen so hinten? Die schönsten Frauen steht hinten, Köbi. Aber es ist einfacher zum Blasen, wenn ich was für die Augen habe. Wunderbar, aber du siehst sie ja. Schau mal. Die heiße Luft kommt hinten an. Ich rede heiße Luft und Köbi pumpt. Ich sag den Mädels, wenn es soweit ist. Okay. Du darfst jede beliebige, wenn du die Wette gewinnst, darfst du jede beliebige Dame von diesen 100 in meinem Auftrag küssen. Aber nicht reinpusten, sondern... Der Reihe okay. Okay, also, 5 Minuten Zeit. Top. Die Wette gilt. Zeit läuft und er hat über... Pass auf, lasst ihn erst mal 4 Minuten. Ihr haltet 5 Minuten Beifall nicht durch. Und vielleicht ist es ja auch ein Betrügen. Nach 50 Metern, glaube ich, können wir anfangen zu klatschen. Die Luft ist bei dir angekommen, aber du versuchst natürlich zu verhindern, dass sie weitergeht. Er lässt sie nicht durch. Ah, schon für 100 Kilo, ja? Das ist ein Gesamtgewicht. Es ist wirklich so, dass Köbi jeden von euch wirklich, huch, sagt sie, huch, kriegst du heiße Füße, ja? Hier, Moment, wo sind wir jetzt? Da ist es schon. Hier ist es, hier ist noch nicht. Warte mal, mal gucken, mal sehen wir es. Ach, die schönen Schuhe, dass man die mal im Fernsehen sieht. Ah, und schon was durch? Aha, Knoblauch? Na, jetzt. Da ist er hier. Jetzt hebt's dir um. Gell? Ja. Fernsehen kann so schön sein. Ja, wunderbar. Ja. Ui, das ist ein super Gefühl. Gell? Ja. Ja, das ist der Köbi. Ja. So. Und da pumpt er. Noch ist einiges, Freunde. Na, Moment. Haltet euch zurück. 5 Minuten. 5 Minuten. Er hat bis jetzt... Er ist schon nach dem ersten Ventil... Aber der Weg bis zum Luftballon ist weit und der Luftballon muss platzen. Es darf nicht sein, weck den hier auf. Du hast noch so lange Zeit, noch 3,5 Minuten. Und noch einmal, es reicht nicht, dass der Luftballon ein bisschen Luft zeigt. Er muss platzen. Das ist, Köbi hat das nicht anders gewollt. Du spürst schon, ja? Bissel. Jetzt ist er da. Noch 3 Minuten. 3 Minuten, Köbi. So, und hier ist die Hälfte. Du bist der Mann der Mitte. Der Mann der Mitte. Aber es ist schon was durch. Ihr spielt schon? Bei deinen Flossen geht nicht durch, du mein lieber Mann. Aber trotzdem. Was hast du für eine Schuhgröße? 47. 47. Da kann man noch laufen, ja? Ganz gut. Prima, ne? Sieht auch gut aus. So. Bei dir Schluss, gell? Und wackelt schon? Aber so. Die Luft oben wieder raus. Ja, da ist er. 100 Kilo. Männer stemmen sich dagegen, aber es hilft nichts. Köbi unten durch. Spürst du was? Ja. Ja. Die Frisur selber gemacht, oder? Nee. Nee? Die Mama? Ja. Ja, Hauptsache hat nicht gekostet. So, noch zwei Minuten. Noch 2 Minuten und das ist die 75-Meter-Marke. Jetzt schauen wir mal, was ankommt. Jetzt könnt ihr pumpen. 1 Minute und 40 Sekunden. Noch ist... Am Luftballon noch nichts zu bemerken und hier auch noch nicht, gell? Aha. 1 Minute und 20 Sekunden. Bei 75 Metern ist noch relativ flach. Hier sind wir jetzt. Köbi, 1 Minute und 12 Sekunden. Und jetzt beginnt die letzte Minute. Dernière minute. Quelle explosion. 45. Tut sich was? Ein bisschen.
Pump, Köbi, pump! Halbe Minute. Der Ballon sieht noch etwas Bonjour Tristesse aus. 20. Oh oh. Oh oh. Nee. Also platzen. Platzen wird der nicht mehr. 5. 3. 2. Nee. Oh. Oh. Köbi. Na, jetzt, Köbi, Köbi, mach dich nicht verrückt. Wir sind ungefähr bei 80 Meter. Aber 20 Meter und den Ballon, das glaube ich, warte mal, ich bring dir den Ballon, Köbi. Soll er pumpen? Will er weitermachen? Reicht doch. Er pumpen. Naja, Köbi, also. Gut. Dann retten wir die Wette nicht mehr, aber die Ehre der Schweiz. Okay, Köbi. Dann gib alles. Vergesst die Zeit. Vergesst die Zeit. Denk jetzt nur noch an den Luftballon. Nee, nee, bleib ruhig, ja, bleib ruhig stehen. Ja, ja, das ist, jetzt ist wurscht. Soll drauf stehen. Ja, bleib ruhig stehen. Soll drauf stehen. Wollen wir runtergehen? Nein, drauf. Ach so. Drauf. Was sagt er? Auf den Schlauch. Die Leute drauf. Drauf stehen. Wieder drauf. Köbi sagt an, wieder drauf. Sonst macht's doch keinen Spaß. Der Mann braucht Widerstand. Da bin ich mal gespannt jetzt. Was erzählst du da? So, also, Köbi, zeig's uns. Hoppala. Fall mal nicht runter. Jetzt kommt die Luft hier. Jetzt kommt's. Der Köbi hat die Luft sorgsam eingeteilt, aber sich leider ein bisschen... Guck mal, jetzt ist er bei dir. Jetzt ist er bei dir. Guck mal, jetzt. Hier. Spürst du was? Ja. Es war, komm, jetzt kommt er an, gell? So, jetzt, guck mal, jetzt hat er den letzten von den 100 Zuschauern überquert, aber ich wende mich dem Luftballon zu. Jetzt sind wir hier. So, also, jetzt schauen wir mal. Kommt die Luft dann so in Stückchen an oder kommt da der ganze Schwall auf einmal? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir werden es sehen. Köbi. Köbi. Kann dir nicht helfen. Tut sich was? Ja, ja, jetzt. Ach, Köbi. Kaum wartet man 2 Minuten. Aber jetzt. Er hat es physikalisch geschafft und hat sich zeitlich verschätzt. Es ist ein Elend, Köbi. Aber gleich knallt's. Der Beweis ist angetreten. Die Ehre der Schweiz im Allgemeinen und von Köbi im Besonderen ist gerettet. Aber die Zeitlinie war zu knapp. Jetzt packen wir's. Köbi. Jetzt wollen wir es wissen. Schade. Es waren keine 5. Es waren so um die 7 oder 8, aber trotzdem spannende Minuten. Jetzt muss es jeden Moment passieren. Pumpt er noch da vorne? Köbi ist noch da, ja? Ah. Ah. Köbi, komm, mach mit! Jetzt! Oh. Ich spüre es, der ist fertig, der Ballon. Der macht sie mehr lange. Hau rein! Oh. Köbi! Weitersagen! Hey, weitersagen! Geht gleich!
Ah, habe ich eine Angst. Ich bleib da. Der Ballon ist 3 Meter groß. Kübi, lass krachen. Kübi. Auch gemein, es gibt auch kleinere Ballons. Na. Kübi! Kübi, 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 Kübi. Da war's. Scheiße. Was ist passiert? Mario. Danke. Das Problem ist immer die Zeit. Immer die Zeit, hä? Ja, was machen wir jetzt? Es war nicht die Länge des Schlauches. Nein. Es waren nicht die 100 Leute. Es war die Scheißzeit. Immer die Scheißzeit. Hättest du gesagt, 7 Minuten? Kommt nicht rein, ist zu lang. Ich meine, es war eine heldenhafte Leistung. Toll. Die Nibelungen hätten sich in den Staub geworfen. Ja. Ich bedanke mich bei unseren freundlichen Kandidaten. An euch hat es nicht gelegen, richtig? Nein, okay. Bist du schon dabei, in der Familie deinen Nachwuchs auszubilden? Hat dein Sohn, hast du Kinder? Ja, natürlich. Einen kleinen Baseball zu Hause? Zwei Töchter. Haben die Blasen noch nicht. Da bin ich sehr beruhigt. Gut, Kübi. Also, das war von allen wirklich nachvollziehbar, was da für eine Leistung dahinter steckt. Hat die Zeit weitergelaufen? Was hat er gebraucht? 5 Minuten, 7 Minuten? 8 Minuten. Aber es war spannend, Kübi. Ich hätte den Luftballon noch eine Viertelstunde angucken können. Hier, Kübi. Tut uns leid. Letizia hat Angst. Guck mal gleich. Ja, alles echt. Alles aus der Schweiz. Fromage de Suisse. So, bitteschön. Das sind Kerle, hä? Gladiator. Das wäre. Der hätte ihn weggeblasen, den anderen. So, jetzt brauchen wir wieder Musik. Dankeschön nochmal an alle, die mitgespielt haben. Jetzt haben wir Musique à la France. Was uns in diesem Jahr beim Fußball gelungen ist, hat leider beim Grand Prix de la Chanson nicht geklappt. Vielleicht fehlt uns auch eine Sängerin wie Alizé. Der ist es nämlich nach vielen Jahren wieder einmal gelungen, einen französischen Titel in den deutschen Charts ganz oben zu platzieren, obwohl bereits ihre neue Platte zu haben ist, singt sie für mich in Paris noch einmal Moi, Lolita, Alizé. Et
Fanclub Deutschland, der Fans d'Allemagne. Ja, bitte schön. So, danke schön, merci beaucoup. Au revoir. Alize, moi, Lolita. Süß sieht sie aus, gell? Wer mehr von ihr sehen möchte, hat natürlich immer, wenn er im Wetten, das Club ist, ganz besondere Vorteile. Sie wird vorne auf dem nächsten Clubheft drauf sein und es wird natürlich auch eine Geschichte über sie geben. Alize. So, ich bin gespannt, wie es aussieht im Park. Wir haben Bulli losgeschickt, falls Sie wieder zu spät eingeschaltet haben. Michael Bulli Herbig sind da, Christian Tramitz und Rick Havanian. Und Sie haben die Aufgabe, im Disneyland Park Paris 50 Menschen aus 10 verschiedenen Nationen zu finden, die am Ende der Sendung hier Cancan tanzen. Das ist unsere heutige Parkwette. Wir wollen mal sehen, wie weit Sie sind und ob es schon irgendetwas aus dem Park an Bildern gibt. Schalten wir mal um. Ja, hallo Thomas. Wir stehen hier live im Disneyland Resort, Park Resort. Und wir haben uns etwas als Franzosen verkleidet, um nicht aufzufallen. Im Hintergrund versucht mein Kollege mit kleinen Taschenspielertricks das Publikum zu faszinieren. Gerade eben hat die französische Nationalmannschaft überraschend das Team von Brasilien mit 5:1 geschlagen. Und da hinten steht er, komm mal mit, der dreifache Torschütze Zinedine Zidane. Monsieur Zidane, hallo Monsieur Zidane, hätten Sie Lust heute Abend in einer großen europäischen Fernsehshow mit uns zusammen einen wunderbaren Cancan zu tanzen? Ja? Ja, er hat Lust, also, sind Sie sicher? I don't understand what... Ich glaube, er will nicht, wir versuchen das Ganze jetzt mal weiter auf Französisch. Bitte, Richard. Pourquoi, monsieur? Je crois que la situation est très merde. Mais que doit faire la guiche et la gote et la gote que je compte tout. Actually, I don't know, but I feel so happy. Ja. Ja, so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Michel Bullier. Monsieur Bullier, bitte. Ja, yeah. Thank you very much. Parlez-vous français? I don't know. Excusez-moi. Auriez-vous le taux de caresser mon cancan à la télévision allemand? I don't know, sorry. So, ich glaube, wir machen mal weiter auf Japanisch. Zufällig spricht unser Dolmetscher Japanisch. Élevé au croissant. No, just English. I know a little bit, but I don't know this. What do you mean? Do you speak Japanese? Are no, you able? No, Japanese. Japanese, course. What course. Language do you speak? Mandolin or Mandolin. Chinese? Yeah, Mandolin. Zufällig haben wir einen Mandolin-Übersetzer hier, Monsieur Richard. Mandolin. I want to have a good chat. Could I What is it? One continent now. Well, then, what, Qatar?
Ich kann nicht sagen. No? No. Das scheint an ihm fremder Mandolin. Wir versuchen es jetzt mal mit einem Gitarrendialekt. Achtung. Was für ein Gitarrendialekt? Sorry. Okay, vielen Dank. Zinedine Zidane. Zidane. Und viel Glück bei Marseille. Bye. Thank you. Auf Wiedersehen. Wenn die so weitermachen, bringt die 10 Nationen nur schwer zusammen. Aber wir warten am Ende der Sendung gespannt darauf, schaffen Sie 50 Personen aus 10 Nationen zum Cancan-Tanzen zu bringen. Ein Gast, auf den viele warten, weil sie sich sehr rar gemacht hat. Für ihren ersten Auftritt nach ihrer Trennung von Boris hat sie sich auch lange Zeit gelassen. Bei mir hat sie damals ihren ersten Fernsehauftritt als Sängerin gehabt. Bei mir hat Boris vor der Geburt seines ersten Sohnes der Nation verraten, wie er heißen wird. Und ich freue mich, dass sie sich mir heute wieder anvertraut. Barbara Becker. Oh, sie küsst sich durch, das wird ihr nicht gegeben. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Hi. Ryan Adams, bitteschön. Babs. So. Bärchen. Komm neben mich. Ganz nah. Lass keinen Stuhl zwischen uns stehen. So. Okay. Babs. Hab's gerade gesagt, im Gegensatz zu Boris hast du dich ja seit eurer Trennung eigentlich öffentlich wenig geäußert. Es gab viel zu lesen, sicher auch viel Vermutung. Aber das ist heute so dein erster Auftritt, wo du dich einfach ins Fernsehen setzt und die Leute sehen dich 1:1. Ist man in so einem Moment aufgeregt? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Aber ich habe die ganze Tasche voller Glücksbringer und du bist da. Tolles Publikum, ich gehe noch mal ein bisschen näher an dich. Ja, siehst du. Und du siehst, die Leute mögen dich. Denn ich kann mir vorstellen, wenn man so durch die Öffentlichkeit gezogen wird, dass man zwischendurch auch einfach die Sorge hat, mein Gott, hier wird eine Person von so vielen verschiedenen Menschen bewertet. Ich glaube, überhaupt keine Familie in Deutschland wurde so durchleuchtet von der Öffentlichkeit wie deine. Hast du überhaupt noch einen Einfluss auf das, was über dich zu lesen ist? Das habe ich nicht, aber ehrlich gesagt lese ich auch nicht so viel. Also ab und zu ruft mich jemand an, sagt, bist du schon wieder schwanger? Also ich kriege echt viel nicht mit. Aber es ist sicher belastend. Ich meine, wenn man natürlich auch weiß, die Leute machen sich Gedanken. Die Leute wollen Dinge wissen, die man natürlich nicht gerne von sich gibt. Ist Stress, und was du durchgemacht hast, ist zweifelsohne Stress, dann schlimmer, wenn es zum öffentlichen Stress wird? Oder hat eine Frau, die von ihrem Mann verlassen wird oder die wie du durch eine Trennung geht, immer das gleiche Gefühl, das gleiche Problem? Ist zwischen öffentlichem Stress und zwischen privatem Stress kein Unterschied? Also ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Also wenn du traurig bist, bist du traurig. Was da hilft, sind Freunde und meine Kinder helfen natürlich. Und wenn ich ganz nahe sitzen kann bei dir, hilft das auch. Ein bisschen helfe ich auch. Aber wenn eine Frau, kann ich mir vorstellen, ihren Ex mit den Kindern im Supermarkt sieht oder im Schwimmbad, dann tut das ein bisschen weh. Wenn du deine Kinder mit dem Boris in Zeitungen siehst und was ist das für ein Gefühl? Ich war nicht dabei und er macht Dinge, von denen ich weiß, dass sie auch mit mir gerne gemacht hätten. Wie ist das? Ich versuche mich irgendwie anders zu beschäftigen, aber ich glaube auch, er ist ein sehr guter Vater. Also die Kinder sind bei ihm sehr gut aufgehoben. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir uns auch nicht, Babs. Aber ein paar Fragen muss ich stellen. Die Nation hat mich nämlich beauftragt, einfach den heutigen Stand der Dinge in Bezug auf Kerle abzuklären. Weil es gibt ja immer neue Gerüchte. Also ich gehöre nicht dazu. Aber Lenny Kravitz war im Angebot, dann höre ich was vom Fitnesstrainer. Dieter Bohlen erzählt ja nichts. Also was? Mit Dieter war nichts. Da war nichts mit Dieter. Nein. Also gibt es denn irgendetwas, es sind sicher einige junge Männer hier, die sagen, Babs, ich habe immer auf dich gewartet. Die sollen alle mal herkommen, gucke ich mir alle mal gerne an. Also wie gesagt, mit Dieter ist nichts und mit Lenny ist auch nichts. Und ach. Lenny ist gar nichts, ne? Hallo. Aber wir sind sehr gute Freunde. Was hat er falsch gemacht? Ich glaube, ich bin einfach noch mit meinen zwei kleinen Buben beschäftigt. Ich bin für Im Moment ganz steht ja der Sinn nicht nach Kerlen. Genau. Also das heißt, alles, was sozusagen an Gerüchten im Umlauf ist derzeit, ist läuten keine Hochzeitsglocken. Nein, aber wenn welche läuten, dann werde ich sofort anrufen. Dann weiß ich als Erste Bescheid. Du bist der Allererste. Ja, wir sagen es in Wetten, dass ich erinnere mich, damals hat der Boris ja auch bei uns erzählt, dass euer kleiner Noah Gabriel heißen wird. Ja. Richtig? Mit den Namen, das ist ja auch so eine Sache. Also ich meine, deine heißen Noah Gabriel, Elias Balthasar. Letizia, deine Tochter heißt, glaube ich,
Satine, richtig? Nein. Nein? Nein. Wie heißt die? Satine. 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 Aber es wird S-A-T-H-E-E... S-A-H-T-E-2-N. Schwierig, auch in Französisch schwierig. Das Kind wird lange brauchen, bis es seinen eigenen Namen schreiben kann. Steffi Graf hat ja mit Jaden Gill, wie heißt das? Jaden Gill, den, wie nennt man das abgeschossen? Den Vogel abgeschossen, genau. Dass ich dir helfen darf, ich bin ja, der größte so Fan. Namen, so schöne Grüße. Namen wie Barbara oder Gertrud oder Hilde kommen gar nicht mehr vor, gell? Ist aber sehr schwierig. Jungen so zu nennen, oder? Hildetraut, wie sagst du? Gertraud? Also wenn ein Junge dann in der, Thomas, dann sagst du mir Bescheid. Okay? Ja, das sowieso. Dann helfen wir bei der Namenssuche. Danke. Wir haben für dich eine Kinderwette. Du magst Kinder? Ich liebe Kinder, ja. Du hast aber jetzt, das wollte ich noch sagen, ja. Du hast zwar nichts von deinen eigenen Sachen an, aber schon wieder etwas Neues in Arbeit. Also Musik bist du ja bei mir zuständig, das wissen wir, wenn was Neues kommt. Dann ja, ich bin jetzt fertig. Also ich habe 1,5 Jahre war ich im Studio. Ja. Und habe Lieder eingespielt und auch selber mitgeschrieben und das kommt jetzt bald raus und dann bin ich hoffentlich auch wieder da. Und hat meine Frau mir was von Ethno-Schmuck erzählt, den du machst. Da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Erst habe ich eine Kette gemacht, dann wollte eine andere Freundin eine Kette und jetzt mache ich Schmuck. So sind sie. Ja. Genau. Boris kriegt keine. Doch, kriegt auch eine. Du kriegst auch eine. Und Thea kriegt auch eine. Jetzt kommen wir zum Dino Dittrich. Würdest du sagen, dass deine Kinder schlauer sind als andere? Eltern haben ja oft so eine besondere und sagen, meine sind die besten. Schlauer. Schlauer. Schöner, das schlauer. Das behauptet der Vater von Dino Dittrich auch und du wirst dann mal sehen, ob das deiner auch hingekriegt hätte. Dino ist 11. Wie alt ist dein Großer? 8. 8. Der hat gestern übrigens ein Trikot gewonnen beim Elfmeterschießen. Das Mannschaftstrikot. Fußball. Respekt. Die Hoffnung. Jawohl. Da kommt Nachwuchs. Wo ist der Noah? Noah! Also, der 11-jährige Dino Dittrich aus München wettet, dass er 20 von uns ausgesuchte Disney-Charakter 100 Sekunden lang betrachtet. Er weiß also nicht, welche kommen. Es gibt über 100, also es kommen 20 davon. Er wird sie 100 Sekunden betrachten und sie dann in der richtigen Reihenfolge wieder aufsagen. Hier ist Dino Dittrich. Du bist der Beste. Dino, servus. So. Kennst du die Babs, hast du schon mal gesehen im Fernsehen? Ja, berühmte Babs. Ja, schon, aber nicht live. Nicht live? Nee. Sieht gut aus, gell? Ja. Sollen wir mal aufstehen? Nochmal, der hat tolle Hosen an. Wollen wir einmal ganz gucken? Das ist ja schließlich Ihre Wette. Soll ich kommen? Ja, einmal angucken. Gerne. Wenn du groß bist, Dino. Ja. Dann bin ich deine Oma, klar. Das Nein, Dino. Du wirst gleich sagen müssen, ob er das schafft. Das ist Dino. Die Charakter darf er 100 Sekunden lang sehen und dann muss er sie in der richtigen Reihenfolge aufsehen. Glaubst du, dass er das kann? Also ich kann mir 2 merken, Dino kann sie alle. Dann bin ich gespannt. Wir sehen gleich die Figuren. Dankeschön, Babs. Toi, Dino. An dich. Danke. Und bevor die Figuren einmarschieren, einfach noch ein paar Fragen an dich, Dino. Du bist mit 11 Jahren sicher Schüler. Natürlich. Welche Schule? Nymphenburger Ganztagsschule, Gymnasium. Nymphenberger Gymnasium. Ja. Wenn einer so ein gutes Gedächtnis hat wie du offensichtlich, ist er dann auch ein ganz besonders guter Schüler? Nicht immer. Nicht immer? Nee. Du bist nicht nur Einser? Wie? Nicht nur Einser? Nö. Nee. Was hast du in Mathe? 3. 3? Ja. Guter Mittelplatz sozusagen. Das hat also mit guter Erinnerung gar nichts zu tun. Auch wenn du dir Mickey-Maus-Figuren merken kannst oder Disney-Characters, heißt es das nicht, dass du dir alle Mathe-Formeln merken kannst und so? Nee. Nee. Aber ein gutes Gedächtnis hast du. Glaub schon. Hilft dann was auch sonst im Leben? Manchmal. Wenn man eine Kreditkarte sieht und man gleich hingucken und merken, du nützt es nur zu guten Dingen. Also, wir machen dir jetzt hier die Augen dicht, damit du nicht die Chance hast, die Figuren dir schon zu merken, während sie einmarschieren. Die sitzt richtig. Jawohl. Genau. Und jetzt bitte unsere Disney-Characters. Und da kommen sie. Ich würde jetzt auch mal alle Kinder zu Hause auffordern und deren Eltern. Lassen Sie den Junior doch mal mitspielen oder die schlaue Tochter. Das sind alles Figuren, die die meisten Kinder ja kennen. 100 Sekunden hat der Dino Zeit, sich diese Figuren anzusehen. Er wird versuchen, sich alle in der richtigen Reihenfolge zu merken. Und sie dann
natürlich auch wieder in der richtigen Reihenfolge zu nennen. Sie sind nicht alphabetisch gekommen. Er hat bei keiner Probe die gleiche Reihenfolge gehabt. Und es bleiben ihm nur 100 Sekunden. So, jetzt sind sie alle da. Ich bringe den Dino mal in Position. Wenn die Brille abgeht, geht die Uhr los. 100 Sekunden. Und du bist bereit? Ja. Konzentriert. Ich halte dann auch mal 100 Sekunden die Klappe, damit du dich wirklich konzentrieren kannst. Brille ab und top, die Wette gilt. Und noch einmal an Sie zu Hause, nutzen Sie die Zeit, mal das Gedächtnis Ihrer Kinder zu testen. 100 Sekunden, 20 Sekunden. 75 Sekunden. 1 Minute. 45 Sekunden. Klava Patka Sisvalu Krevet. Ufia Dinesto. Legenda. Ali Lampu. Barisena Knazes. Duchis Lassis Prosa. Duchis Lassis Prosa. Barisena Knazes. Legenda und Ali Lampu. Ufia Dinesto. Klava Patka Sisvalu. 25 Sekunden. Sisvalu. Ufia Dinesto. Legenda und Ali Lampu. Barisena Knazes. Ich lasse ihn Prosa. 15 Sekunden. Fünf, 2, 1, 0. Dino, jetzt die Konzentration nicht durchbrechen. Brille wieder auf, damit niemand glaubt, du schaust in den Rückspiegel oder dir helfen sonst irgendwie. Hier. So, und jetzt. Bist du soweit? Ja. Los. Daisy. Richtig. Und weiter. Mini. Ja, die Damen. Jetzt kommen aber die zwei Monster. Mike. Richtig. Sully. Sully. Auch richtig. Wie heißt der Nächste, der schon verzweifelt, dass du ihn vielleicht nicht kennst? Pluto. Jawohl. Und? Quasimodo. Richtig. Der Nächste. Prinz John. Prinz John. Und noch ein Herr. Robin Hood. Ja. Dann? Aschenputtel. Ja. Und? Königinhexe. Ja. Gefolgt von? Schneewittchen. Ja. Dann sind? Chip und Chap. Ja. Der Nächste? Jafar. Ja. Und? Pinocchio. Ja. Gefolgt von? Aladdin. Ja. Neben dem steht? Donald Duck. Ja. Daneben sein Freund? Goofy. Ja. So, noch drei. Jetzt kommt die Mickey Mouse. Ja. Noch zwei. Mulan. Ja.
Und jetzt geht's um die Wurst. Und zuletzt Ginny. Ginny, jawohl! Da sind sie alle und jubeln dir zu. Das Publikum ist auch begeistert. Ja, da sehen Sie mal, was Kinder in dem Alter leisten können. Gucken Sie sich Ihre genau an, aber bitte keinen Druck aufüben auf Sie, Klein. Hast du da freiwillig damit angefangen? Wie? Hast du freiwillig damit angefangen? Das war nicht Idee von Papa, du musst was auswendig lernen. Nee. Du merkst dir gerne Sachen. Ja, kann man so sagen. Und du stehst auf Fußball, richtig? Schon. Das ist der berühmte WM-Ball. Ein Jammer, dass sie den aufgeschnitten haben, aber wir hatten zwei. Guck mal, jetzt gibt es einen Preis für dich, weil die Kinderwette, so toll sie ist, den kannst du wieder schön zukleben und wenn du den Henkel da wegmachst, kannst du auch noch spielen damit. Ja. Pass mal auf. Da würden sich jetzt 1000 Kinder die Finger danach belecken, aber lasst euch was Gescheites einfallen. Wir haben natürlich auch in Zukunft Kinderwetten und dann steht ja eines Tages da wieder Dino und hört Folgendes. Lieber Dino. Der Deutsche Fußballbund lädt dich und deine ganze Familie ein, unsere Nationalmannschaft, den Vize-Weltmeister, zu besuchen. Du kannst bei einem der nächsten Spiele mit ins Abschlusstraining, triffst dort unsere Spieler, den Teamchef, wie heißt der? Rudi Völler. Richtig. Den Bundestrainer, nee, auch Quatsch, der war das. Wie heißt denn der Teamchef? Rudi Völler ist der Bundestrainer, Teamchef haben die auch. Ja, auch Rudi Völler. Ist der jetzt auch? Das gibt es. Das gibt es. Also hör mal auf. Und du bekommst einen Ehrenplatz auf der Tribüne. Super toll. Super toll, gell? Ja. Dino, super. Danke. Dankeschön. Du bist selbstverständlich auch eingeladen im Bistro. Ja, danke. Geh noch mal ein bisschen Babs gucken. So, ja, da sind sie. Dankeschön. Danke. Dankeschön an die Characters. So, hier ist die Brille. Danke sehr. So, die Characters, von denen verabschiede ich mich. Ihr bleibt noch ein bisschen bei mir. Dankeschön. Dankeschön an unsere Disney-Characters. So. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja. Kein Quatsch gemacht hier. So. Da marschieren Sie hin. Er hat sich alle gemerkt. Und ich mache einen kleinen Spaziergang. Wenn Sie wie ich zwei Söhne haben, dann wissen Sie, dass Sie ab einem gewissen Alter nicht mehr bei einem an der Hand gehen wollen, weil das nicht cool ist. Und die beiden sind brav, bei denen weiß man, dass sie auf keinen Fall bei Rot über die Straße rennen. Deswegen sind sie auch weltberühmt. In Amerika heißen sie zum Beispiel Chip und Chap. In Deutschland heißen sie A-Hörnchen und B-Hörnchen. Und in der Ukraine heißen sie Wladimir und Vitali. Herzlich willkommen, die Klitschko-Brüder. So, herzlich willkommen. Servus. Servus. So, hier sind unsere Gäste. Bitte schön, unser Bistro ist bereits besetzt. Mario auch mal geboxt, Alain Delon, Letizia, unser Hans Zimmer, Brian Edmonds. Aber Dino, hast dich schon auf den besten Platz gesetzt, gell? Immer die Damen unterhalten, hast du recht. So, kommt zu mir. Bitte schön. Geschmackvoll angezogen, also ist das eigen oder ist das... Das ist Hugo Boss. Hugo Boss. Ging aber eine Menge Stoff drauf, hätte man ein schönes Zelt draus machen können. So, herzlich willkommen ihr beiden. Ich kann ja Wladimir und Vitali nicht richtig unterscheiden. Jetzt hatte ja der eine hat ein blaues Auge, aber man sieht es ja gar nicht mehr. Blaues Auge. Gibt's nicht. Also ich weiß es diesmal wieder nicht. Blaues Auge hat unsere Wladimir Gegner. Ja, genau. Ja, da sollen wir gleich mal reingucken. Also, es gab ja den berühmten Schwergewichtskampf gegen Ray Mercer in Atlantic City. Also jetzt hat es endlich mal in Amerika reingehagelt. Und den Titel hast du zum vierten Mal verteidigt. Kommen wir mal schnell rein. Sowas gibt es jetzt im ZDF demnächst öfter zu sehen. Ja. So. Er hat die Fäuste oben und macht nur noch zu. Aber das nützt ihm nichts. Da geht der Herr... Der Kellner dazwischen, so in die Ecke, das war's. Und ja, ich hoffe, es hat nicht so schlimm oder brutal ausgesehen. Nein, das ist es ja.
Es ist ja so, dass Boxen immer sehr von Persönlichkeiten abhängig ist. Nicht nur Boxen, sondern jede Sportart. Boris hat unheimlich viel fürs Tennis getan. Maske fürs Boxen. Unser Schumi ist natürlich der Grund, warum alle Formel 1 gucken. Nun hat das ZDF mit euch gesagt, bringen wir Boxen wieder ganz nach vorne. Glaubt ihr, dass Boxen sozusagen wieder Premium werden kann, weil die Leute einfach auch an der Persönlichkeit hängen? Und Wladimir und Vitali sind einfach auch Leute, die man sich merkt. Glaubt ihr, dass ihr dem Boxen neue Impulse geben könnt und wollt ihr das auch? Also auf jeden Fall sieht es so aus, dass Vitali steht jetzt Nummer 1 im WBC-Verband, wo Weltmeister ist Lennox Lewis. Wenn er aufhören wird, dann wird Vitali gegen Holyfield kämpfen, weil Holyfield steht Nummer 2. Also einer von beiden ist dran, entweder Lennox oder Holyfield. Ganz genau. Innerhalb von einem Jahr, dann kommt ein großer Kampf. Und natürlich in die Pause, dann nutzen wir schon, dass die Pause wir voll haben. Haben wir unser Fitnessbuch gemacht. Aha. Dass man sich richtig fit machen kann. Ja. Also dort sind Tipps für jedermann und nicht nur für einen Mann, sondern für die Frauen auch. Vitali, aber du bist ja auch bald dran. Am 29. Am 20. Am 20. ist Vitali dran. Ich kann nicht zweimal im Monat boxen. Wladimir hat gekämpft. Wladimir hat gekämpft in Atlantic City. Ich kämpfe am 20. in Dortmund, in der Westfalenhalle. Ich freue mich dafür in zwei Wochen. Und ich freue mich sehr bei Ringsprecher, bei meinem Kampf. Ist bekannteste Ringsprecher in Deutschland. Er das heißt war noch nie. Ja? Thomas Gottschalk. Ich habe eine Wette bei dir verloren. Ja. Ja? Thomas Gottschalk. Ich habe gesagt, beim nächsten Kampf von Vitali stehe ich im Ring und mache die Ansage. Ich stehe dazu. Ich hoffe, es wird dir Mumm geben. Wird das ein interessanter Kampf. Ich freue mich. Wir freuen uns sehr, unsere Kämpfe beim ZDF präsentieren. Aha. Live. Mache ich auch immer. Ja, und wir möchten schenken für Millionen Zuschauer sehr viel Spaß und schöne sportliche Erlebnis. 20. ist es soweit. So, also wir sehen jetzt mal, das sind unsere Helden, was das Boxen betrifft. Cancan tanzen, liegt das euch ein bisschen? Tanzen ist schon auch besonders, weil es auch ein Stück von Talent. Jeder, wer hat das Talent. Und Bolshoi, der ganze Osten ist natürlich noch ein bisschen flexibler als wir, etwas hölzerne Kollegen. Aus dem Westen der Ukraine tanzt gerne. Du hast es gut gemacht. Natürlich. Aber die Frage ist, jetzt kriegen wir unsere Tanzmannschaft zusammen. Vorher das sah nicht sehr vielversprechend aus. Der arme Mann war relativ verschreckt. Mal sehen, ob wir ein Schrittchen weiter sind. Ich rufe Bulli im Park. Ja, hallo Thomas. Wir sind hier auf der Hängebrücke in Disneyland Resort von Indiana Jones. Und wir warten auf Harrison Ford. Und da kommt ihr schon. Hallo Harrison. Harrison, wie wär's heute Abend jetzt gleich mit einem kleinen Konkon? I have no idea what you're saying. Ja, Herr Harrison ist bereit dazu. Wir versuchen das Ganze jetzt auf Französisch. Michel Bouillet, bitte. Bonjour, je m'appelle Thomas Gottschalk. Voudriez-vous élever un croissant? Maro, avec moi, 10 heures. That sounds good. Ja, wir yeah. haben wieder einen. Yeah. Zurück. Ja, danke, Harrison. Danke. Ja, na, da bin ich mal gespannt. Es wird am Ende der Sendung hier zur Abrechnung kommen. 50 Menschen aus 10 Nationen tanzen, so Bulli es richtig macht, Cancan. Da ist ja quasi, da sind ja auch die Röcke da involviert, die Dame mit dem Strumpfband, wie wir sagen, nicht wahr? Weil wir Straps nicht im Fernsehen sagen wollen. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir einen Herrn, der immer besser angezogen war als seine Kollegen. Sie werden verstehen, dass es mich immer wieder freut, wenn ich solche Leute ansage. Die habe ich Ihnen vor 20 Jahren schon angesagt. In Ihrer Zwischenzeit hat er mal nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Für ihn gilt das musikalisch und optisch. Er war in den 70ern die Stimme von Roxy Music. In den 80ern hatte er einen Soloerfolg nach dem anderen. Und auch heute werden die Damen bei seiner Stimme immer noch reihenweise schwach. Hier ist Brian Ferry. Bienvenue à Paris mit One Way Love. The kind of girl. It's
Okay. Ihren Namen erzählen. Brian Ferry. Thank you. Always a pleasure. Good to see you. You don't change. And you. Absolutely. It's the generation. Good song. One Way Love. Wir sind stolz drauf, diesen Song auch auf unserer großen Wetten, das Sommer-CD zu haben. Your song is on this album. It's our Wetten, das Sommer-CD. Wir haben natürlich immer noch ein bisschen Pause. Oktober geht es erst weiter, aber da wird Ihnen die Pause leicht. Britney Spears ist mit drauf. Und wen haben wir noch? Unseren Freund, wie heißt der kleine Menschenskinder? Kannst du noch lesen ohne Brille? Warte mal. Den einen suche ich. Ricky Martin. Das hast du erfunden. Kannst du das lesen, ja? Ricky Martin, okay. Den habe ich gesucht, Ricky Martin, Still Got the Power. Dafür gibt es das Andenken des Albums. Aber jetzt haben wir eine Aktion, wo ich mich freue, dass Brian dabei ist. Wir wollen natürlich wie immer auch ein bisschen was Vernünftiges tun. Vielleicht kann ich mal hier... Das Auto überfährt mich schon nicht. Also, die Fußball-Weltmeisterschaft ist nämlich gelaufen. Und unser Blick geht zur WM 2006. Die ist bei uns in Deutschland. Und gemeinsam mit Mercedes-Benz suchen wir die Star-Kicker von morgen. So, dieser nagelneue Mercedes C200 wird uns durch die kommende Wetten-Das-Saison begleiten. Hier, Babs hat bereits unterschrieben. Brian Ferry unterschreibt jetzt. Alle Stars, die heute und ab Oktober zu Gast bei uns sein werden, werden sich auf diesem Auto verewigen. Im März werden wir diesen Wagen versteigern und der Erlös kommt der Jugend- und der Kinderfußball-Nachwuchs sozusagen des DFB zugute. Wir werden unsere Stars bitten, natürlich ein paar so persönliche Souvenirs reintun. Also, wer dieses Auto irgendwann ersteigert, tut was Gutes für den Nachwuchs. Wir brauchen ihn dringend. Es gibt ja noch Gott sei Dank eine Möglichkeit für uns zu steigern. How did you feel when England kind of had to go home? Was it hard for you? I'm afraid I'm a big supporter of Brazil. Hallo! Er hat das richtig gemacht. Also, so you did right, okay? Yeah, it was a good final though. It was very good. Yeah, absolutely. Germany did really well. Yeah. They played great. Yeah. Yeah. Also, der Brasilien-Fan Brian Ferry hat gesagt, Deutschland hat gut gespielt. Recht hatte. Thank you very much. Thank you very much. We give you a lift home. There's a CD player in there. Listen to the CD. Ricky Martin ist drauf. Dankeschön. Gut, dass ihr mir geholfen habt. Brian Ferry, One Way Love. Danke sehr. So. Und noch einmal einen roten Teppich für die Grand Dame des französischen Films. Männliche Stars aus aller Welt lagen ihr zu Füßen. David Bowie, Burt Reynolds, Marcello Mastroianni, unser Alain Delon natürlich auch, Jean-Paul Belmondo. Und heute darf ich mal, Mesdames et Messieurs, je vous présente une femme belle et charmante, Catherine Deneuve. Hier sind die Kollegen, Mario Adolf, Alain. Ah, das ist nicht das erste Mal. Hans Zimmer. Oh, Brian spricht Französisch, aber sie gehört mir. C'est moi, moi Lolita. So, bitteschön, Madame, bitteschön. So, also, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, aber, dankeschön, Mikrofon. Il y a longtemps. Immer non, on s'est revu il y a, je sais pas, un an et demi, non? Où est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Il n'y a pas très longtemps. Ja, ja, glaube auch, dass Sie mich zur Kenntnis genommen haben. Bin immer ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Dass Sie sich erinnern? Da bin ich beruhigt. Wir haben heute ein bisschen natürlich schon über den deutschen Mann und die französische Frau philosophiert. Also unsere Letizia hat sich aus dem Thema rausgehalten. Sie sind ja schon 2 Jahre länger unterwegs. Haben Sie eine bestimmte, sage ich mal, Definition des deutschen Mannes? Gibt es da irgendetwas, was Ihnen spontan einfällt? Monsieur dans le monde, der deutsche Mann, femme fatale? Non, mais j'ai jamais d'idée spontanée à propos de les hommes en général. Ich mache nie eine Spontanéité von den Männern ganz im Allgemeinen. J'ai des idées spontanées quand je vois quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je parle avec quelqu'un, soit allemand, américain, Marokkaner, Franzose, c'est pareil, c'est une question d'individu. Mhm.
Es geht offensichtlich auch ohne Kerle. Sie haben einen Film gemacht, mit dem Sie und sieben andere große Kolleginnen eine interessante Frauengeschichte auf die Leinwand bringen. Acht Frauen heißt das Werk. Meister Hitchcock wollte auch schon mal. Es geht in diesem Film um Mord und Totschlag. Mitgespielt haben unter anderem Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuel Béard, richtig ausgesprochen. Und wie ist das, wenn acht Frauen einen Film machen? Gab es da am Set mehr Hektik als sonst? Ja, ich denke für den Regisseur. Ja, für den gab es Stress. Denn er hatte, und zu Recht, schon ein bisschen Angst vorher. Und es ist schon etwas merkwürdig, wenn man mit so vielen Frauen zusammen dreht. Es war ein Film, der ja ursprünglich an ein Theaterstück angepasst war. Und es gibt wirklich nur Frauen dabei. Und das ist schon was Besonderes. Und für mich war das auch eine Premiere, ganz ungewöhnlich. Aber das Erstaunliche ist, und man hat oft die Frage gestellt, alles hat wunderbar geklappt unter den Frauen, das war überhaupt kein Problem. Das war quasi wie ein Pensionat für junge Erwachsene, das war also wahrhaftig kein Kampfring, kein Boxring, und wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt. Es war sehr schwierig, denn es gab ja auch wirklich Zwänge, wir haben hart arbeiten müssen, es waren bestimmte Umstände und wir haben 1,5 Monate zusammengearbeitet, aber wir haben uns viel bemüht und wir haben uns wirklich zusammen sehr amüsiert. Sieht auch sehr interessant aus, wir haben einen kleinen Ausschnitt, wenn es den ganzen Film so zugeht, dann ist das wirklich eine turbulente Geschichte. Ach, verzeih mir, mein Schatz, verzeih! Ich bringe dich um! Nein! Ich bringe dich um! Ich bringe dich um! Ist mir egal! Ich bringe dich in meinen Großeltern um! Ich bringe dich um! Beeil dich! Ich bringe dich um! Hör auf! Ich bringe dich um! Was meinst du da? Sie hat Gefahren gehabt! Ja, aber daran kannst du auch nichts mehr ändern! Bring mich doch um! Halt den Mund, Mama, das reicht jetzt, ja? Ach, Gabi, du bist verrückt! Ich verrückte mein Leben mit einem Verrückten! Und die ich mich kümmerte! So, das reicht jetzt. Hört auf, alle beide. Bringt mich um. Hört auf. Bringt mich doch um. Mama? Mama? Mama, ist sie tot? Nein, sie ist bewusstlos. Mach die Kammer auf, ich räume sie weg. Meinst du? Ja, in der Kammer wird sie sich beruhigen. Ja. Ach, wie ich diese Geschichten leid bin. Also offensichtlich ist Stress auch ohne Männer möglich. Toll. Acht Frauen, wie gesagt. Wie heißt der Film auf Französisch? Un, deux, trois, quatre. Huit. 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 Femme. Oh, jetzt sind es nur noch sieben. Une autre bouteille. Ja. Noch eine Flasche, die kaputt gegangen ist. Kathrin, Sie sind aus dem französischen Kino nicht wegzudenken. Wir haben jetzt eine gemeinsame Währung, aber wir haben sicher noch kein europäisches Kino. Sehen Sie da eine Entwicklung, dass der europäische Film etwas zusammenwächst, deutsche Schauspieler gemeinsam mit französischen in europäischen Produktionen? Ja, ich denke, dass hier schon etwas gemacht werden kann und sicher auch geschieht in der nächsten Zeit, denn auch durch das Fernsehen kommt man schon zusammen und dem Fernsehen, dem europäischen Fernsehen ist es zu verdanken, dass wir auch hier zusammenarbeiten können und wir können hier auch die europäischen Produzenten können hier ihre Idee weiter verbreiten und das ist wichtig, aber es wird immer einen Unterschied geben, wir haben immer noch die sprachlichen Unterschiede, unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Schauspieler, aber ich denke, es ist in erster Linie ein Sprachenproblem. Aber ich persönlich glaube an die Zukunft des europäischen Films. Und jeder hat natürlich seine Unterschiede. Jetzt spreche ich mal ganz direkt die Frau an, Kathrin. Wann haben Sie zum letzten Mal einen Salat gemacht? Aber ich will einfach wissen, spricht ja die Frau zu Ihnen. Wann Sie zum letzten Mal einfach einen Salat? Das ist interessant. Na, das sind Zucchini. Sind Sie kochen? Das schaut aber schön aus. Kathrin mal in der Küche. Und macht abend einen Salat oder immer so im Restaurant? Ja, natürlich, natürlich. Und ich glaube, das habe ich sogar heute schon zum Frühstück gegessen. Siehst du, Zucchini, Ei oder Zucchini? Nichtsdestotrotz kommt es jetzt zu einer interessanten Geschichte. Die Zucchini wird ja, das wissen alle Freunde von Biolek, ein bisschen als Gemüse unterschätzt. Eigentlich ein ganz großartiges Gemüse, wenn man es ein bisschen mit Salz zubereitet und gut würzt. Entscheidend bei der Zucchini ist die Würze. Richtig, so. Wir haben aber heute
keinen Zucchini-Salat vor uns, sondern etwas ganz Interessantes. Also pass auf, ich werde jetzt hier etwas... Da würde ich mir sofort die Finger abhacken. Eben. Na, ich nicht, denn die Macht ist sozusagen mit mir und ich bin, Achtung. Muss ich das halten? Muss ich das halten? Nein, denn ich bin Zucchini-Wan Kenobi. Pass auf jetzt, Achtung. Es geht darum, dass unser Wettkandidat behauptet, er wird in, wo habe ich es genau, damit ich mich nicht verrechne, das ist nämlich ganz kompliziert, er wird in einer Minute 100 Zucchinis, die über diesen Eiern angebracht sind, durchschneiden mit diesem Schwert, dass die Zucchini zerteilt ist, aber das Ei nicht beschädigt. C'est très... Also 60 Sekunden, wie lang, wie viele Zucchini waren das? 100, also ungefähr so. Achtung, wenn man das mal sieht, ein bisschen, wollen wir ein bisschen, okay, aber ich würde es auch alles wieder sauber machen. Nein, nein, ich mache. Und wenn das Ei kaputt geht, ist es ja ein rohes Ei, oder? Ja, ist ein rohes Ei, dann hat er die Wette verloren und das Ei auch. Also Achtung. Pass auf. Ah, das war insofern falsch, weil die Zucchini nicht richtig geteilt ist, auch nicht hier oben liegen blieb, sondern, ja, das wäre es gewesen, aber war mit Mogeln. Genau. Aber gut in der Mitte durchtrennen, ja? Ja, ja. Also, aber er muss, ich habe mir jetzt da viel Zeit genommen, er muss, und das muss man sich mal hier optisch angucken, Zucchini, ja? Genau. Schmeckt sehr gut roh. Eben. Auch Scheiben auf die Augen legen, und das ist also... großartig für die Schönheit und für die Gesundheit. Aber darum geht es unserem Kandidaten überhaupt nicht. Der möchte jetzt, sage und schreibe, 120, sehen wir diese Anordnung einmal hier, 120 von diesen Zucchinis, 120 Eier drunter, in einer Minute teilen. Mal sehen, wie er das macht. Das ist Ihre Wette, Katrin. Hier ist Guido Kessler aus Geigenen. Guido! Guten Abend. Gut aus. Gell? Sind die echt? Ja, aber so gut schon? Siehst du. Moment. Danke. Das Schwert. Das Schwert. So, Guido. Also, hier haben wir dieses wunderschöne Bild Zucchini an Zucchini. Ja, sieht gut aus, ja. Die werden in einer Minute hoffentlich nicht mehr so gut aussehen. Die Eier müssen heil bleiben. Noch einmal. Ja, ja. Die Zucchini wird geteilt, das Ei bleibt heil. Er hat gesagt, er schafft 100 in einer Minute. Das heißt, ich darf entweder... nicht mehr als 20 komplette Zucchinis oder 20 kaputte Eier finden. Das eine oder das andere. Jawohl, genau. Das richtig. Ist kompliziert. Guido, weil natürlich nun viele denken, du bist vielleicht ein Fakir aus der Schweiz, der das beruflich macht. Nein, das bin ich nicht. Was machst du beruflich? Ich bin Kung-Fu-Trainer und mache auch so Kampfkunst-Shows. Jawohl. Ist das jetzt eine Sache der Beherrschung des Schwertes, des Konzentrierens? Eine Sache der Kraft ist es nicht, wie man bei mir gerade gesehen Schnelligkeit, hat. Schnelligkeit, Konzentration, ja. Präzision. Ja, also nochmal. Es wird hier darum gehen, in einer Minute, also in 60 Sekunden, die ganzen Zucchinis zu teilen und kein Ei zu beschädigen. Katrin ist gerade am Bestellen, aber auch sie wird, wie alle Kandidaten, das habe ich noch nicht in dieser Form gesagt, am Ende der Sendung, wenn sie ihre Wette verlieren, in eine Geschichte eingebaut werden, die bereits am Köcheln ist, mehr sage ich nicht. Es wird dann die Aufgabe sein, von Bulli unseren Kandidaten klarzumachen, was zu tun ist. Aber, Katrin, sagen Sie ja, oui or no. Schafft er es oder schafft er es nicht? Also oui. Ich denke, er schafft es. Sie er sagt es. Ja, Dankeschön. Er schafft es. Thank you. Es ist nicht schön, wenn eine Frau wie Katrin ja. Deneuve an dich glaubt. Wo wollen wir anfangen? Von dieser Seite. So. Wie viele Zucchinis hast du zerlegt ungefähr für diese Wette? Diese Wette, ja. Das sind Hunderte gewesen. Hunderte gewesen. Ich halte das für sehr problematisch. Und wir haben bei den Proben schon gesehen, es ist fast nicht zu schaffen. Wir haben immer gesagt, nimm doch weniger. Nein, sagt er. 100 sollen es sein, auch nicht mehr Zeit. Eine Minute. 20 Fehler darf er machen, sonst ist er und die Wette verloren. 120 Zucchinis sind vor Schreck erstarrt. Ich sage, top, die Wette gilt. Aber erst pumpst du, das ist deine Konzentrationsphase. Die Zeit läuft dann, wenn die erste Zucchini gefallen ist.
Und jetzt. Hat er sich dafür entschieden? Einen hat er ausgelassen, sehe ich schon. Er darf natürlich, wenn die Minute um wäre, nochmal zurück. Aber die da hinten wird er nicht mehr erwischen. So. Das Ganze geht relativ lautlos vor sich. Noch eine halbe Minute. Jetzt. Jetzt ist die halbe Zeit um. Und er ist auch bereits über der Hälfte. Noch 20 Sekunden. Nimm dir Zeit, jawohl. Und noch 10 Sekunden für weniger als 10 Zucchinis. Nimm dir Zeit. 5 Sekunden. 5, 2, 1 und 0. Auf! Ah, so, das ist jetzt eine Aufgabe der Zählung. Es darf also entweder, hier fehlt auch ein Stück, entweder, naja gut, zur rechten wie zur linken eine zur halbe Zucchini niedersinken, die ist nicht durch. Da ist er also ganz daneben gewesen. Eins, hier ist ein Ei kaputt, eindeutig. Zwei, Zucchini nicht durch. 3, die ist durch, die ist nicht durch. 4, da ist ein Stück ab, die ist, naja, kann man gelten lassen. 4, ja, ja, zwei halbe ist eine ganze, sagen wir mal hier, durch, durch, ja, mit der sind es 5 hier, okay, 5, jetzt werden wir ein bisschen strenger, 5, 6, Ei kaputt, Zucchini nicht durch, 7, Zucchini nicht durch. 8. Ei kaputt. 9. Ei ganz kaputt. 10. Ah ja. Zucchini nicht durch. 11. Ah, war durch. 11. Ei kaputt. 12. 13. 14. 15. 16. Geschlampt da hinten. 17. Es wird knapp. Ei kaputt 18, Ei kaputt 19, oh, 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 19, 19, oje, oje, ich würde sagen, lassen wir gelten, hat aber keinen Sinn. Da hinten eine Zucchini nicht durch und zwei furchtbar kaputte Eier. Also knapp, 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 22, 22, hei, 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 hei. Wie wir da sagen. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal in der Zeitlupe an. Da sieht man auch noch mal, wie schwer das Ganze ist. Also noch mal in der Zeitlupe. Ja, die sind natürlich schön. Guck mal, hervorragend. Da hat es ein bisschen angekickt. Naja, es ist... Das war, das sah alles gut aus, siehst du? Weiter und... Ja, ja. Ah, ja, auch okay. Auch okay, ja, es ist... Ah, da ist sie, die hat sich natürlich auch gewehrt, die scheiß Zucchini. So, so ja, 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 jetzt, jetzt, ja, was war, Gummi erwischt, das Gummi ist natürlich, musste aber sein, das, ja, ja, man sieht natürlich, ja, zack, 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 zack. Genau, in der Zeit hättest du natürlich, es hat nicht ganz geklappt. Knapp, aber mit großem Respekt, Verabschiedung, Guido. Danke sehr, sehr knapp, Guido, danke schön, auf Wiedersehen. Guido, bitte in die Bar, Guido Kessler, so. Ja, das waren zwei ganz knapp, also eine ganz knapp verlorene Wette und bei der anderen war einfach der Ballon zu groß. Nichtsdestotrotz, jetzt wird getanzt, ich habe ja Party versprochen und jetzt gibt's was zu gucken. Gäste aus Kuba sind nämlich in deutschen Fernsehshows relativ selten, aber Touristen, die diese Gruppe in Havanna gesehen haben, sollen schon ihr Visum verlängert haben. Wetten, das präsentiert Ihnen jetzt ein Tanzensemble, das im Gegensatz zum Moderator keinerlei Rücksicht auf die Bandscheiben nehmen muss. Alles Rumba mit! Havana Nights! Rumbero! Llegó la rumba! Ya la miren, ya la miren, ya la va, la va!
traigo rumba buena. Para la niña y para la señora. Rumbero te estoy llamando. Para la niña y para la señora. Ay, venga a gozar la rumba. Para la niña y para la señora. Pero no venga a gozar la rumba. Para la niña y para la señora. Ven, 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 ven. Para la niña y para la señora. Rumbero del tiempo es mala. Para la niña y para la señora. El diablo no se va a curar. Dass ihr da seid. Havana Night übrigens im Herbst auf Tour. Hello. Hello. Ah, good looking guys, huh? Speak a bit English a little bit, huh? Yeah. Yeah. You go on tour in Germany? Yeah. Yeah. We'll be in Friedrichshafen. Friedrichshafen. November 27 and 28. Aha, also Freunde, wer sie sehen will, das wirbelt ganz schön. Havana Night unterwegs. Herzlichen Dank. Gracias. Buenas noches. Dankeschön, die Damen. Dankeschön. Dankeschön. Havana Night. Demnächst unterwegs in Deutschland. Heute Abend für Sie in Disneyland in Paris. Und wir präsentieren Ihnen gleich die Wetten des heutigen Abends. Möchten Sie aber immer wieder daran erinnern, dass wir natürlich im Oktober weitermachen mit Wetten, das und auf Ihre Wetten warten. Wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie uns, schreiben Sie ans ZDF und hier ist die Adresse.
Wetten, das 55, dreimal die 1, Mainz, Österreich, ORF-Zentrum, Wetten, das 11:36, Wien, heute Fehlanzeige, aber darf ja mal passieren. Starke Wetten dafür aus der Schweiz, SFDRS, Wetten, das Postfach 80-52, Zürich. Das also unsere Adresse für die Wetten in der Zukunft. Und das ist der TED-Aufruf für heute. Sie soll natürlich auch heute wieder entscheiden, wer ist Ihr Lieblingskandidat, was war Ihre Lieblingswette. Vergessen Sie, ob gewonnen oder verloren, welche Wette hat Ihnen am besten gefallen. Da steht natürlich die Wette Rasur, wo wir in Gera waren, auf dem Programm mit 01371044011. Lars Bochmann und Sven Wahlow. Jawohl, immer noch glatt rasiert. Da gibt es unseren Köbi, wo zwar nicht zu viele auf dem Schlauch standen, aber die Zeit zu kurz war. 01371044012. Und ebenfalls aus der Schweiz Guido Kessler 01371044013. Hier noch einmal alle Nummern in der Übersicht. Entscheiden Sie sich zwischen Rasur, Schlauch und Schwert 01371044011-13. Die Nummer aus Österreich sehen Sie unten oder natürlich www.wettendas.de. So, die große Frage. Gelang es Bully und seinen Freunden im Park in Disneyland, wo sie jetzt unterwegs waren, knappe 2 Stunden, 50 Menschen dazu zu bequatschen, hier in die Standshow zu kommen, sich ein Cancan-Kostüm, das wir zugegebenermaßen bereitgehalten haben, aber nur bis Größe 36, anzuziehen, und werden jetzt 10 verschiedene Nationen auf die Bühne kommen? Das ist die große Frage. Hier sind Michael Bulli Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz, die großen drei. Oh ja, oh ja. Mei, das war mal der Ranger. Ja. Ein Held der Kinder und auf einmal. Aber das ist das Geschäft, gell? Ja. Das ist das Geschäft. Es war ja gar nicht verlangt, dass ihr blutet. Darf ich daraus sehen, dass es nicht gereicht hat oder wie? Müsst ihr selber an Start? Es ist ein kleines Grand Malheur passiert. Also wir haben es fast geschafft. Und dadurch, dass wir es aber nur fast geschafft hätten und 3 gefehlt haben, haben wir gesagt, wir... Ihr kämpft mit. Kämpft mit, ja. Da sind wir Indianer. Ja. Ja. Und jetzt haben wir unsere Lieblingskleider an. Niedlich. Niedlich seht ihr aus. So. Also, Moment. Es geht hier nicht um die Bewertung schöner Beine. Die Aufgabe war eine andere. 50 Menschen, also jetzt noch 47. Jawohl. Für wie viele Nationen steht ihr, Freunde? Wir stehen für insgesamt fünf, glaube ich. Ja. Na, gemogelt wird nicht. Wir haben 3 Kerle mit schönen Beinen, aber darum ging es nicht. Die Frage, haben wir 47 andere Menschen, die hier mit euch gemeinsam Cancan tanzen, dann werde ich Ausweiskontrolle machen, haben wir 10 Nationen. Ich sage, top, die Wette gilt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 59. Okay. Oh. Entfesselte Frauen! Das, Willi,
Das war wie ein Indianerangriff. Hallo, hallo, hallo. Was muss man tun, um Frauen so zu entfesseln? Mit solchen Klamotten durch den Park laufen. Ich habe erst gedacht, ihr habt ja hier nur Mädels angezerrt gebracht. Es sind doch einige Glücksfälle dabei. Ja. Wir werden gleich von den Nationen, aber erstmal zu den Geschlechtern. Ja, Rick hat die Liste. Moment, Moment, erstmal die Kerle raussuchen. Ich dachte, wir sind alles Mädchen. Ich habe ja, hier habe ich aber einige schwierige Einzelfälle. Guten Abend. Du bist ein? Ich bin ein Junge. Das war mir klar. Aus Deutschland? Richtig. Aus Deutschland, okay. Da haben wir noch einen. Alle Kerle vor. Wo kommst du her? I'm French. You're French? Yes. Aha, zwei Nationen haben wir schon. Und hier, wo seid ihr? Deutschland. Deutschland. Ja? Dass deine Mutti dich nicht so erwischt. Hat dich Bulli da reingequatscht? Hier haben wir noch einen. Oh, Deutschland. Deutschland, Mensch. Ihr seid starke Kerle. So, also, aber ihr habt schon vorhin nämlich bei den Damen. Wie hat sich das gestaltet? Habt ihr mit Strapskontrolle alles und so weiter? Nein, wir haben die Straps ja angehabt. Also dann bin ich beruhigt. Ja. Und ihr habt den Kerlen alle vertraut? Ja. Das so. Hier ist Dänemark, das kann ich mich noch erinnern. Dänemark. Wir haben auch Korea. Also pass auf, jetzt kommen die Nationen. Ja. Wir wollten 10 Nationen. Deutschland, wer ist alles Deutschland? Bein hoch. Also gut, okay. Ja, das sind, German, wunderbar. Dankeschön, das sind die deutschen Damen. Also waren mehr als... Moment, wie viele haben wir? 50 haben wir, das waren also auf jeden Fall eine Nation. Ja, genau. Viele deutsche Beine, aber eine Nation. Österreich, Küsterstein. Ihr seid alle die Österreicher. Wo kommt ihr her? Zwien. Nein. Das ist schön, dass ihr dabei wart. Hat der Bulli euch erwischt auf? Ja? Gut. Wien, Österreich, gut, das war einfach. Gestern kommt nicht mit Schweiz, oder? Nein. Armenien. Eine bildschöne Armenierin. Ach du! Gut. Okay. Okay, gut. Armenien. Jetzt komm nicht mit Oberschlesien. USA. USA. Where is the American leg? America? There she is. Okay. One nation under God. You are really American. Yes, really I can American. See. You're American, I mean. Was it embarrassing? Have you ever seen this guy? I mean, Bulli is, I know he's an international star. I think they're great. I love it. Yeah. Das war Beweis. Thank you. America. England. Hi. Yes, it's true. I can see. Have you ever seen this guy? I mean, there comes a guy in the middle of the night and tells you, I'm from a television show. I have nice legs. I have nice clothes for you. You just believed him? No. No. But you came anyway. But I do now. You do now. Also riskiert hättest du schon, dass eine Lüge ist. Hast du Schwein gehabt? Okay, he was right. You are safe. You are with me now. Das war England. Frankreich. Okay. Haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Monsieur, auch noch andere Damen? Frankreich? Okay, Frankreich ist genehmigt. Okay, danke schön, Frankreich. Spanien. Bonsoir. Français, okay. Spanien? Spanien. Espanol. Espanol. Oh, jawohl. Naja, klar. Die spanische Fraktion, einmal fragen. Damit hier nicht gemogelt wird. Madrid, Sevilla, wo kommt ihr her? Madrid. Oui. Sagen Sie schnell auf Spanisch guten Abend. Buenos dias, einfach. Buenas noches. ¿Qué tal, España? Jawohl, das kann man nicht faken. Dankeschön. Espanol. Wie viel haben wir? Das war Nummer? Slowakei. 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 Guten Abend. Ja, sieht ja typisch. Du sprichst Deutsch? Ja, ich sprich Deutsch. Aber du hast einen? Slowakische Mama, das hilft. Ja. Und kannst du auch noch ein bisschen Slowakisch etwas sagen, damit wir wissen, dass du nicht mogelst? Ciao, Schatzi, das wäre österreichisch. Ja, ist okay. Servus, Schatzi. Dankeschön, aber gut. Genehmigt. Kenia. Moment mal. Ach ja, Kenia.
Wo, bist du zu Besuch hier oder wie kommst du in den... Zu Besuch hier. Sprichst du gut Deutsch? Ja. Als der Bulli kam? Ja, ich war voll weg halt. Voll weg, ja. Und du hast einen deutschen Pass oder hast du einen Papa aus Kenia oder wie kennt man das? Mein Vater kommt aus Kenia. Dein Vater kommt aus Kenia, nicht, dass der mal im Urlaub da war. Das ist also schon, das ist, du würdest sagen, Bulli hat nicht gemogelt. Nein, er kommt aus Kenia. Du kommst aus Kenia, Bulli, kann ein Mensch wie du lügen. Okay, also Kenia gilt, dankeschön. Dänemark. Dänemark. Dänemark, guten Abend. Hier. Dänemark, ja, die dänischen Mädchen, ja. Bulli, wo kommt ihr her aus Kopenhagen? No. No? Oh. Aus? Nach Helden. Alba. 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 Okay. A little bit of town. A little bit of town. Naja, okay. Können wir ihn glauben? Sehen so dänische Mädels aus? Ja. Ja. Gut, okay. Ihr könnt doch meine, okay. Und Mexiko. 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 Nee, hier, Mexiko. Mexiko? Mexiko. Ja, das kann stimmen. Mexiko. Sie sprechen Spanisch? Sie. 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 Bulli, Parade? Mexikan? Sie sind Mexikan. Ja, Mexikan und kann. Mexikan kann. Okay, waren das 10? Waren 10. Also ich meine, die Frauen sind so hübsch, dass ich selbst eine Lüge über mich ergehen lassen würde. Okay, gut. Damit ist die Wette gewonnen. Herzlichen Dank, die Damen. Dankeschön. Muchas gracias. Thank you. Bravo. Gracias. Wo kommst du her? Come on. De France. De France. Original. Moulin Rouge. So, Freunde. Gut, damit ist eigentlich, ich müsste jetzt noch eigentlich unsere Kandidaten hier ins Unglück hetzen. Aber ich glaube, es war so schön. Eigentlich hätten die mit Cancan tanzen sollen, aber bei diesen schönen Frauen, muss ich ehrlich sagen, können wir, Mario, du hättest tanzen müssen, Katharine hätte tanzen müssen, das hätte ich gerne gesehen, aber... Keiner kommt an Bullis Beine ran. Dankeschön. Ihr kommt noch mal zum Schlussbild. Also, genial gewonnen. So. Jetzt unser Telefon. Ich habe einen Zuschauer aus Deutschland am Telefon, der jetzt, hallo? Ja, hallo. Eine Dame, guten Abend. Wer sind Sie bitte? Ich bin die Silvia Mündel. Aus welcher Stadt? Willstedt. Willstedt. Hat es Ihnen ein bisschen gefallen bei uns heute? Ja, war sehr toll. Dann bin ich beruhigt. Sie tippen jetzt auf eine Wette. Wenn Sie recht haben, teilen Sie sich mit dem Wettkönig 50.000 Euro, die in diesem Koffer sind. Und Sie müssen natürlich den gleichen Wettkönig nennen, den dann nachher die Zuschauer in der TED-Entscheidung bestimmen, Silvia. Für wen entscheiden Sie sich? Ich entscheide mich für die Schlauchwette. Für die Schlauchwette, obwohl Köbi es nicht ganz gepackt hat, genau. Sagen Sie, das wird mein Wettkönig. Silvia, wir sprechen uns wieder, wenn Sie recht haben. Danke. Ja. Gut, Silvia sagt, es war Schlauchkönig Köbi. Ich frage, wie hat unser Publikum entschieden? So wie Silvia oder anders? Hier die Ergebnisse der heutigen Sendung. Hier ist Donnerwetter mit relativ großem Abstand. Die Nummer 1, Nicht Zucchini, hervorragende Bronzemedaille. Zweiter Platz, der Schlauch. Es war doch im Wesentlichen die Rasur, die überzeugt hat. Silvia hat leider kein Glück gehabt. Sie hat den Wettkönig nicht richtig getippt. Köbi, wie die Deutschen. Zweiter Platz, damit kann man leben. Ja, Vizekönig ist auch gut. Oder? Vizekönig ist hervorragend. Ja. Bronzemedaille für dich. Dankeschön. Und trotzdem gut rasiert. Ja. Gut. So, dann werde ich jetzt noch eine kleine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, mit Ihnen gemeinsam machen. Wir besuchen meinen Regisseur, Sascha Arns, der von der ersten bis zur letzten Sendung, jetzt erschrickt er furchtbar. 20 Jahre lang saß er, über 20 Jahre, mit mir seit 86, mit Frank seit 81. Er ist der König von Wetten, dass und er verlässt uns heute. Danke für alles, Sascha. Das ist Sascha. Und Barbara. Barbara hat alle die Bilder, da sitzt sie. 100 Mal hat sie die Regler geschoben. Danke euch beiden. Wir werden euch vermissen. Aber ich hoffe, dass ich Sie wieder begrüßen darf im Oktober.
Unsere nächste Sendung kommt am 5. Oktober aus Kiel. Ich bedanke mich. Morgen um 16.25 Uhr übrigens gibt es Wetten, das Backstage und Infos und Eindrücke rund um die Sendung mit Jessica Schwarz. Ich lade Sie ein zu unserem großen Schlussbild mit den schönen Frauen aus Havanna. Mit Blumen. Blumen. Für Sie, für alle. Für alle. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Es war eine große Ehre. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie da waren. Das war Wetten, dass. Danke, Letizia. Hat schon Blumen. Danke, Barbara. Schön. Danke. Dankeschön. Gute Nacht. Tschüss. Thank you. Merci, Mario. Dankeschön. Hans, danke, dass du da warst. Tschüss. Tina, komm, wir gehen noch ein bisschen feiern. So, das ist unser großes Schlussbild. So, Tina, ganz nach vorne. Da, 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 da. So, such dir eine Disney-Figur aus. Guck mal, da sind die Neuen. Da sind Lilo und Stitch. Hallo, guten Abend. Herr Streicher, guten Abend. So, das war's. Das war Wetten, dass aus Disneyland Paris. Ich sage Dankeschön. Ich sage gute Nacht und freue mich auf Sie am 5. Oktober. Wiedersehen, Bonne Nuit, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Gleich die Wochenshow.